Hallo ihr Lieben, bevor ich mit neuen Videos weitermache, gibt es jetzt noch etwas ganz Besonderes, was ich schon 2017 aufgenommen, aber bislang nicht veröffentlicht oder mit Bildern versehen habe. Es passt aber perfekt zu den letzten Videos, insbesondere zum Karl-Heinz Deschner Video. Deschner ist den meisten Menschen ja wegen seinem Lebenswerk bekannt, der zehnbändigen Kriminalgeschichte des Christentums, an der er seit den 70er Jahren gearbeitet hat und die er kurz vor seinem Tod im Jahr 2014 gerade noch fertigstellen konnte. Er war aber weit mehr als nur ein versierter Religionskritiker. Auch die vermeintlichen Ikonen der deutschen Literatur bekamen von ihm völlig zu Recht ihr Fett weg, wobei er sich nicht nur darauf beschränkte, die schriftstellerischen Fähigkeiten von Grass, Böll und Co. auseinanderzunehmen, sondern auch Alternativen vorschlug. Schriftsteller, die in der deutschen Literatur trotz vorhandenem und teilweise besserem Talent als die etablierten unterm Radar liefen, wie Hans-Henny Jahn, Max Stirner oder Oskar Panitzer. In seinen Werken Kitschkonventionen und Kunst, Poeten und Schaumschläger sowie Talente, Dichter und Dilettanten nahm er sich die überschätzten und unterschätzten Autoren der deutschen Literaturszene zur Brust. Aber auch er selbst war ein unterschätzter Autor mit herausragenden Qualitäten. Sein Erstlingswerk von 1957 war nämlich keine Kritik, kein Aphorismenband oder ähnliches, sondern ein Stück eigenständige Literatur, wie es sie in den späten 50er Jahren in Deutschland in dieser Form kaum gab. Die Nacht steht um mein Haus, ist komplett als Stream of Consciousness, also Gedankenfluss, geschrieben, durch den der Leser die Welt wahrnimmt, wie sie im Kopf des Protagonisten gesehen wird. Dabei hat dieser Gedankenstrom durchaus autobiografische Züge und man findet schon Versatzstücke des künftigen Kirchen- und Religionskritikers ebenso wieder wie seine Tierliebe und die Skepsis eines Rationalisten. Aber gerade wegen dieses Schreibstils als ununterbrochener Gedankenfluss ist das Buch harte Kost, auf die man sich erstmal einlassen muss. Hat man sich daran gewöhnt, belohnt das Werk den Leser aber mit einem schonungslosen Einblick in die menschliche Gedankenwelt. Da es davon noch kein Audiobuch gibt, habe ich mir 2017, kurz nachdem ich einen kleinen Sprecherkurs gemacht habe, das Buch gegriffen und bin die Herausforderung angegangen, es zu vertonen. Gerade bei den endlosen Bandwurmsätzen ist es essentiell, dass die Betonung beim Lesen richtig sitzt, um dem Hörer auch die Intention des Autors klarzumachen und nicht zu verfälschen. Von Versprechern mal abgesehen, kann hier eine falsche Betonung schon den Sinn entstellen. Ich habe nach diversen Testläufen ungefähr die Hälfte des Buches am Stück eingesprochen und war am Überlegen, wie ich es veröffentlichen soll. Am Stück oder soll ich es in mehrere Teile spalten? YouTubes Algorithmen lieben ja 10-Minuten-Videos, allerdings schadet so eine Ausspaltung in so viele Kurzvideos dem Lesefluss und der Hörer wird auch ständig rausgerissen, also habe ich mich dafür entschieden, es mit dieser Einleitung am Stück zu veröffentlichen. Visuell unterlegt habe ich es nicht groß, nur ein Bild des Buchcovers und eventuell das eine oder andere Bild des Autors ziert dieses Video, sodass man sich das auch prima anhören kann, ohne ständig auf den Bildschirm schauen zu müssen. Ob ich den Rest des Buches auch noch vertone oder ob das hier eines meiner vielen unvollendeten Projekte bleibt, liegt zum Teil auch an euch. Wenn euch der Text, die Lesung gefallen hat und ihr den Rest hören wollt, hinterlasst einen entsprechenden Kommentar und vergesst nicht zu liken, teilen und abonnieren. Ach ja, ich es vergesse, eine Copyright-Verletzung ist hier natürlich nicht beabsichtigt. Aber da es bisher kein offizielles Audiobuch gibt und diese Lesung auch nicht den kompletten Text umfasst, ist das eher als Ehrung und Werbung für die Werke Deschners zu sehen, die aktuell im Alibri-Verlag erhältlich sind. Vielleicht sogar ein bisschen Gorilla-mäßig als Initiativbewerbung für die Rolle des künftigen offiziellen Hörbuchsprechers für Deschners Werke. Heißt aber auch, falls die Rechteinhaber sich beschweren sollten, wird das Video natürlich umgehend entfernt. Aber man müsste ja schön blöd sein, kostenlose PR, an der auch ich keinen Cent verdiene, sondern nur Aufwand und Risiko habe, entfernen zu wollen. Aber man hat ja schon alle möglichen abstrusen Fälle auf YouTube erlebt. Nach dieser langen Vorrede nun Ruhe im Saal, das Licht wird gedimmt, der Vorhang geht auf für die Thinking Devil-Lesung von Karl-Heinz Deschners Erstlingswerk Die Nacht steht um mein Haus. Viel Vergnügen. Die Nacht steht um mein Haus. Karl-Heinz Deschners Erstlingswerk, das mir hier in bibliophiler Neuauflage vorliegt, erschien erstmalig 1956. Helmut Uhlich schrieb damals in den Bücherkommentaren: Dieses dünne, schmale Bändchen wiegt Stöße literarischer Dutzendware auf. Es gehört mit seinen 156 Seiten zu den wenigen Büchern deutscher Sprache, die in dieser Zeit geschrieben werden mussten. Es ist ein Buch der Enthüllung. Ein Buch gegen die Lauen und Satten, gegen die Bequemen und Denkfaulen, gegen die Lügner und Selbstbetrüger. Es hält dem Menschen dieser Tage den Spiegel vors Gesicht. Das heißt, es ist selber Spiegel und Spiegelung zugleich. Deschners Aufzeichnungen liegen jenseits des Selbstmords, so wie Gottfried Benns spätere Gedichte jenseits des Nihilismus liegen. Das heißt, es wird hier in einer Sphäre gedichtet, geschrieben, in der das Schreiben Selbstbefreiung und auch Selbstbestätigung geworden ist.
Aussage des Verschwiegenen oder des allgemein Verneinten. Damit ist indirekt gesagt, dass Deschner nicht nur ein notwendiger, sondern auch ein begabter Autor ist. Er ist ein Dichter. Wie spricht sich Deschner aus? Schonungslos, offen, rücksichtslos, bitter, besorgt, verzweifelt. Was spricht er aus? Das von allen Gefühlte, die Einsamkeit, die Enttäuschung, das Unerfüllte, das Tierische, das Gemeine, den Hintergrund und den Untergrund, das Unmenschliche, das trotzdem unabwendbar zum Menschen gehört, heute mehr denn je. Dieses Buch wird schockieren und das ist gut so. Es wird verletzen und das ist notwendig. Genau besehen ist es nichts anderes als die Krankengeschichte unserer Zeit. Mit geschlossenen Augen und Ohren muss man leben. Dann lebt man leicht und lang. Und diejenigen haben recht, denen der Stachel des Denkens nicht im Gemüt sitzt. Die kurzsichtig sind und stumpf von Sinnen. Die wie im Nebel dahinschreiten und die Illusion nicht verlieren. I.A. Gontscharow, Die Schlucht. Schau hin, wessen der Mensch, die Menschheit sich nicht schämt. Siehe, welche Gedanken sie nicht zu verbergen braucht. Hände, die im Kriege und vom Tierblut rot sind, entehren ihn nicht, der sie trägt. Wohl kann es ein frommes Auge verletzen, einen entblößten Schenkel zu sehen, aber der Anblick eines aufgeschnittenen Huhnes bewegt die Tiefen der Sittlichkeit nicht. Die Lust wird verfolgt und ausgetrieben, die Grausamkeit darf öffentliche Brandhaufen errichten. Hans-Henny Jahn, Fluss ohne Ufer. Ich stand hinter dem Pult und sprach, und immer wieder fing sich mein Blick an ihm. So oft ich zu ihm sah, traf ich mitten in seine Augen. Dabei war sein Gesicht weiß und stumm wie ein Grabstein. Als ich fertig war und hinausging, folgte er mir fast auf dem Fuß. Er hatte nicht applaudiert. Ich hatte es noch gesehen. Dann kam er in den Nebenraum. Er grüßte mich nicht, er sah mich nur still an, bleich, hochmütig. Ich habe ihm sogar in den Mantel geholfen, ich weiß nicht warum. Er hat mir nicht geholfen. Der Mantel war dunkelblau, er war sehr sauber, vornehm. Als die anderen kamen, wurden wir bekannt gemacht und dann fuhren wir ins Hotel. Ein Studienrat, ein Richter, der Psychiater und ich. Zuerst sprach er nichts. Eine ganze Weile sprach er nichts, er saß bloß da. Dann sagte er plötzlich, ja, meine Herren, wir sitzen hier gemütlich zusammen, wir unterhalten uns, wir sprechen über Ihren Vortrag, wir sprechen über Literatur, über Kunst, die da drüben karten ihren Skat. Wir verbringen hier alle einen Abend, wir gehen wieder heim. Sie gehen wieder in Ihre Schule, Sie gehen wieder ins Gericht, Sie halten wieder Ihre Vorträge, ich behandle wieder meine Patientlein und die drüben marschieren auch wieder ab. Der eine, und nun erzählte er, was die Skatbrüder machen würden, er war ein richtiges Breimaul. Und plötzlich sagte er, und Formosa? Er sah uns der Reihe nach an. Er hatte seinen Trumpf ausgespielt. Warum tun wir nichts, sagte er. Warum unternehmen wir nichts? Es geht um unseren Kopf. Es kann morgen losgehen. Das war ja alles ganz vernünftig, aber was wollte er tun? Und nun entwickelte er seine saudumme Theorie mit dem Briefeschreiben. Ein paar hunderttausend, ein paar Millionen, ein paar hundert Millionen Briefe an Eisenhower, an Malenkov. Und von da an wurde er blöde. Ich hielt ihn für einen Naiven, für einen Phantasten, einen Sektierer. Er nannte oft Christus, er sprach vom Glauben. Der Studienrat war einverstanden, der Richter opponierte, aber mit Takt. Ich wurde ironisch, ich stänkerte. Ich machte mich wahrscheinlich nicht beliebt bei ihm. Dann sagte er meine natürlich nicht das Christentum einer Kirche, er spreche nicht von den Bischöfen, er denke nicht an diese beamteten Statisten und Gehaltsempfänger. Nein, er meine Christus, er meine die Nächstenliebe und die 10 Gebote. Kurz, er gab sich sehr ethisch, sehr reif, sehr weise. Der Studienrat freute sich, der Richter schwieg und als die beiden gegangen waren, nannte er sie Hohlköpfe. Er sagte, das sind ja auch Hohlköpfe, kleine Nichtsdenker. Er sprach sehr von oben herab. Und dann erzählte er, dass er auch schreibe. Er schreibe so ähnlich wie Henry Miller. Deshalb sei er auch in den Vortrag gegangen. Er habe 2 Bücher von Miller gelesen und Miller interessiere ihn. Er lese sonst wenig. Er kenne keine moderne Literatur. Er schreibe nur für sich. Stark autobiografisch. Stark egozentrisch. Seine Praxis gebe ihm Stoff in Hülle und Fülle. Aber er habe nicht den Wunsch, es zu veröffentlichen. Wie macht man das, frug er. Schickt man das so mit der Hand geschrieben an den Verlag? Er spielte den Naiven. Ich horchte ihn natürlich aus. Wie er arbeitete, frug ich. Ob er leicht schreibe. Das Material sammle sich in ihm, sagte er, er trage es mit sich herum. Ich gehe dann schwanger, sagte er, und dabei machte er eine wölbende Bewegung mit seinen weichen weißen Händen vor seinem Bauch. Es war lächerlich. Er wurde mystisch. Und dann fließt es fließt so aus mir heraus, sagte er, und schüttelte leicht die Hand, dass ich unwillkürlich auf seine Ärmelöffnung sah. Natürlich habe ich auch Flauten, fuhr er fort.
Und ich lebe mich auch manchmal aus. Er schnaufte, er deutete die Miller-Natur an, er sprach von kolossalen Launen und Gereiztheiten, er sprach von 3 Tage Durchvögeln, kurz, er redete einen Haufen Quatsch. Dinge, die ich alle nicht für ernst nahm. Nur sobald er auf mich zu sprechen kam, sobald er psychologisch, psychoanalytisch wurde, traf er mich. Vielleicht rächte er sich, weil er in mir etwas spürte, das noch lebendig spürte, das er schon begraben hatte. Denn er war doch eine Niete, einer, der versagt hatte. Er neidete mir meine Ambitionen, er zerstörte. Es machte ihm Spaß zu zerstören. Vielleicht hatte er recht. Wahrscheinlich hatte er recht. Aber ein Schwein war er doch. Ein gemeiner Sadist. Ich habe 3 Stunden mit ihm gesprochen und dann sagte er mir, Sie werden nichts. Sie bringen es zu nichts. Ja, hat Ihnen das denn noch niemand gesagt? Sie kommen doch mit so vielen Leuten zusammen. Ich darf Ihnen das doch sagen. Nicht, dass Sie dann etwas Dummes tun. Oh, Sie können es mir sagen. Ich bin allerhand gewohnt. Ich lächelte. Ich machte ihm Mut. Nein, Sie werden nichts. Fragmente. Genialische Fragmente vielleicht. Ich sage genialisch. Genialisch! Dann sagte er, Sie wissen doch, dass Sie ein Selbstmordkandidat sind. Und dann wollte er meine Schrift sehen. Passt genau zu dem Bild, sagte er. Fürchterlich. Aber in sich ist sie doch einheitlich, sagte ich. Ja, sagte er. Einheitlich fürchterlich. Und dann sagte er, Sie müssen sich lieben. Sie müssen sich lieben. Sie müssen mit sich einverstanden sein. Sie müssen auch Ihre Schwächen in Kauf nehmen, auch den Dreck. Auch wenn die Windeln vollgeschissen sind. Er sagte, auch wenn das Kindlein die Windeln vollscheißt. 2-mal sagte er das. Was meinte er damit? Und immer wieder sagte er, Sie müssen sich lieben. Und dabei streichelte er meinen Arm, dass ich ihn für einen Schwulen hielt. Aber ich glaube, er war nur ein Sadist. Ein ganz gemeiner, hinterfotziger, nichtskönnerischer Sadist. Alle Ärzte sind Sadisten, sagte Rolf. Ich habe mit ihm darüber geplaudert. Ich wollte es ihm nicht glauben. Aber dieses Schwein war bestimmt ein Sadist. Er hat mich schockiert. Unter der Maske der Brüderlichkeit hat er mir einen Schlag versetzt, einen Schock. Zuerst hat er mich amüsiert, dann hat er mich schockiert, dann hat er mich wieder amüsiert und jetzt glaube ich, das Schwein hat recht gehabt. Ja, ich glaube es jetzt. Ich habe geschrieben. Ich habe 2 Seiten in einem Monat geschrieben und ich habe geschrieben wie ein Irrer. Ich habe mich am Morgen an die Maschine gesetzt und ich bin in der Nacht weggegangen. Ich habe gefeilt und gefeilt und gefeilt und es ist nichts herausgekommen. 2 Seiten und sie taugen nichts. Nein, sie taugen nichts. Ich will mir nichts einreden. Ich habe mir lange genug Zeug eingeredet. Seit fast 20 Jahren rede ich mir ein, ich könnte schreiben. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, wer mir diesen Vogel in den Kopf gesetzt hat. Aber er sitzt noch immer dort, noch jetzt. Ich habe mich vorhin im Spiegel betrachtet. Ich habe mich noch nie so im Spiegel betrachtet. Ich habe in mein Gesicht gesehen. Ich war so voll Hass, voll Wut, voll Scham, voll Enttäuschung. 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 Ich hätte mich anspucken können, ich hätte weinen können. Ich hätte in den Spiegel schlagen können, mitten hinein die Faust in die Visage, die ich hasse, die ich liebe, die ich hasse. Ja, ich hasse sie, ich hasse sie! Aber ich kann es mir nicht leisten, der Spiegel kostet Geld. Und meine Nerven kosten Geld. Und ich habe kein Geld. Ich habe keinen Beruf, ich habe keinen Namen. Aber ich habe eine Familie, ich habe eine Frau, ich habe eine Tochter. Und ich habe in mein Gesicht gesehen, in das Gesicht einer Niete, eines Versagers, eines Idioten. Ich war ein Hampelmann vor mir selbst. Seit 20 Jahren habe ich mir etwas vorgespielt, habe ich anderen etwas vorgespielt, habe ich mich berufen geglaubt, auserwählt geglaubt und ich habe in mein Gesicht gesehen. Es war nicht rasiert, es war blass, Falten waren um den Mund, blaue Schatten unter den Augen, die Augen waren wässrig, die Tränen standen hinter der Stirn, die Augen glänzten, ich war verzweifelt, verzweifelt. Mein ganzes Leben stand hinter meinem Gesicht, hinter dem Schädel, der schon kahl wird. Ich habe geglaubt, ein Dichter zu sein. Ich habe geglaubt, schreiben zu können. Ich wollte den Ruhm zwingen. Aber ich bin ein Hysteriker. Ich bin ein Scharlatan. Ich habe die Leute angeschmiert. Ich habe mich selbst angeschmiert. Ich habe nicht gelogen und ich war doch ein erbärmlicher Lügner. Ja, ich habe Aufzeichnungen gemacht, Skizzen gemacht, Pläne gemacht, eine ganze Mappe voll. Aber es sind bloß Fragmente, Fetzen, Stimmungsfetzen, Gesprächsfetzen, lauter Fetzen. Sie sind gar nicht schlecht, aber es sind bloß Fetzen. Dieser Psychiater, dieser Idiot, was ist das eigentlich für ein Mensch gewesen? Ich dachte an ihn, als ich vorhin in den Spiegel sah. Und ich habe oft an ihn gedacht in den letzten Wochen. Ich glaube, meine Frau hasst ihn. Ich habe ihr von ihm erzählt. Er wirkt wie ein Hypnotiseur aus dem Hintergrund auf mich. Ich glaube, er hat auch noch einen Brief meiner Frau. Ich vermisse ihn seitdem. Ich habe ihm den Brief gezeigt, weil er ihre Schrift beurteilen sollte. Ich war gespannt. Ich sah ihm ins Gesicht. Er las die ganze Seite. Er sagte, der Text sei natürlich nicht wichtig. Aber er las die ganze Seite und dann wendete er und las weiter, schamlos bis zum Schluss. Es war ein Verzweiflungsbrief meiner Frau. Er hatte mich damals erschüttert und das Schwein sagte, naiv, manches ist gar nicht dumm. Und er hatte vielleicht recht.
Obwohl der Brief erschütternd war und meine Frau ein Prachtkerl ist. Jawohl, ein Prachtkerl. Ich sage das, obwohl meine Frau sich sehr wundern würde, wenn sie es hörte. Denn ich quäle sie oft. Und dabei könnte ich mich ankotzen. Ich hänge mir selber zum Halse heraus. Und dann fällt mir natürlich ein, wie ich mich um sie gerissen habe damals. Wie ich einen Narren aus mir gemacht habe. Einen leibhaftigen Narren. Einen Hysteriker. Einen in Liebe gewickelten Hysteriker. Das Blaue vom Himmel habe ich ihr versprochen. Ich habe ihr Briefe geschrieben, die unwiderstehlich waren. Wenn auch ihre Eltern meinten und ihre Schwiegereltern meinten. Und ihre Eltern meinten es vielleicht nur, weil es ihre Schwiegereltern meinten. Ich habe sie bloß sexuell beherrscht. Und vielleicht habe ich sie auch sexuell beherrscht. Welche Frau wird nicht schamlos, wenn sie mit einem schamlosen Schwein zusammenlebt? Oh, es gibt tolle Dinge, es gibt tolle Dinge. Es gibt sie, auch wenn sie nicht in den Büchern stehen. Man sieht Frauenhände und denkt daran. Man sieht Frauenbewegungen und denkt daran. Man glaubt, das Leben entschwindet einem, ohne dass man es gesehen, gekostet, erfahren hat. Ach was, ich habe genug gesehen. Es reicht mir, was ich gesehen habe. Aber ich wollte es festhalten und es gelang mir nicht. Ich habe es versucht, ansatzweise. Ich habe Jahre gewartet. Ich habe es wieder versucht. Ich habe noch einmal gewartet und es ist wieder misslungen. 2 Seiten in einem Monat und sie taugen nichts. Sie sind konstruiert, gesucht, gescheit. Sie schmecken nach Joyce, nach Dos Passos, nach Wolfgang Köppen. Es ist nicht dumm, aber es ist kein Leben. Es ist nicht echt. Ich müsste von mir schreiben, wenn es etwas werden sollte. Ich spüre es ganz genau. Nur von mir, von meinem verfluchten Ich, um das es mir ganz allein gegangen ist, seit ich lebe. Ich habe immer nur in mich hineingeguckt und ich müsste es jetzt herausholen. Aber vielleicht ist nichts drin. Oder ich schäme mich. Ich schäme mich, es zu zeigen, wie ich bin. Schaut her, das bin ich. Raya, das Schwein, das Erzschwein, der Hurenbock, der Mörder, der Ehebrecher, die Niete, die nach Unsterblichkeit trachtet. Die Null, die sich ein Denkmal bauen möchte. Er möchte sich halt ein Denkmal bauen, hat dieser Kerl zu meiner Frau gesagt. Ich habe daran gedacht, als ich in den Spiegel sah, als ich mein Gesicht sah. Dieses lächerliche, weibische Gesicht, das dem Weinen nah war. Dem Weinen nah aus Scham über seine Unfähigkeit, aus Scham über die Hoffnung, die es sich und anderen vorgegaukelt hat. Ich habe daran gedacht, wie es dieser Kerl, dieser Schwind zu meiner Frau sagte. Er wird es ihr gesagt haben, als er ein Buch in der Hand hielt. Den Krull vielleicht. Er hat ihr aus dem Krull vorgelesen. Und ich kann mir denken, wie er das gemacht hat. Wie ein Schauspieler, mit Grimassen, mit Öl in der Stimme. Und das Französisch, sagt meine Frau, sei ihm auf den Lippen zerflossen. Dabei kann er gar kein Französisch. Und er wird Professor, er habilitiert sich. Er hat alles das geschafft, was ich nicht geschafft habe. Vielleicht bin ich neidisch. Ja, ich bin neidisch. Aber nicht auf ihn, nur auf seine Möglichkeiten. In seiner Haut möchte ich sie nicht haben, weiß Gott nicht. Vielleicht möchte ich sie überhaupt nicht haben, ich weiß nicht. Und jedenfalls ist er irgendwie auch neidisch auf mich. Ich habe es mir lange eingebildet. Ich habe gedacht, er ist neidisch auf meine Möglichkeiten als Schriftsteller. Ich habe gedacht, er sieht es mir an, dass etwas in mir steckt, was er nicht hat. Dass er es ahnt, dass er es nicht zugeben will. Aber dass er darum weiß, dass er es fürchtet, dass er darum betet, dass ich eine Niete bleibe, dass ich versage. Und natürlich ist er immer freundlich, wenn er mich sieht. Betont freundlich. Ach, Paul, sagt er, komm herein. Und sein Gesicht zerfließt in der Tür. Und ich freue mich manchmal wahrhaftig, wenn ich ihn sehe. Und doch denke ich auch über ihn, siehe oben. Wir sind alle so verlogen, in Grund und Boden verlogen. Wir wollen es vielleicht gar nicht anders haben. Wir wollen mit der Lüge existieren. Wir sind wahrscheinlich gar nicht existenzfähig ohne die Lüge. Ich habe es ja an mir gesehen. Seit fast 20 Jahren lebe ich mit der Lüge. Seit fast 20 Jahren will ich schreiben. Und im letzten Jahr hatte ich beschlossen, es endgültig zu tun. Ich wurde 30 in diesem Jahr. Ich hatte mir den ganzen Sommer freigehalten. Aber dann wurde ich krank. Im Winter vorher wurde ich krank. Ich habe oft an diese Krankheit gedacht. Es war eine Krankheit, eine böse Sache. Es war ein völliger Zusammenbruch. Ich habe oft geglaubt, sterben zu müssen oder verrückt zu werden. Es war eine Krise, eine böse Krise. Und doch habe ich mir manchmal in der letzten Zeit gedacht, ob ich mir nicht alles vorgemacht habe. Ob es nicht bloß die Angst vor dem Schreiben war, die mich zusammenbrechen ließ. Das Wissen um die Unfähigkeit, die Furcht vor der Enttäuschung. Vielleicht habe ich deshalb beschlossen, krank zu werden. Vielleicht wollte ich nur mein Versagen hinausschieben. Ich habe alles in meinem Gesicht gesehen vorhin, in diesem widerlichen, unfähigen, weibischen Gesicht. Alles ist mir eingefallen, mein halbes Leben ist mir eingefallen. Vielleicht war ich schon immer ein Neurotiker, ein Hysteriker, ein Scharlatan, ein Scheißkerl. Ich habe daran gedacht, wie ich um Lottes Willen eine ganze Nacht auf ihrem Fußabstreifer lag. Wie muss ich damals von Sinnen gewesen sein? Was müssen die Leute von mir gedacht haben? Die alte Dame, die mir aus dem 2. Stock Decken für die Nacht herunterschickte. Die beiden Schwestern, die bedauerten, dass sie kein Zimmer für mich hatten. Die Familie, die mir etwas zu essen bringen wollte, wenn ich daran denke. Eigentlich waren die Leute noch verrückter als ich.
Und ich habe auf die Tür getrommelt. Ich habe mit den Fäusten und den Schuhen auf die Tür getrommelt. Und sie haben aus dem Fenster nach dem Hausmeister geschrien. Und der Hausmeister kam. Und ich sprach mit dem Hausmeister. Und der Hausmeister sah, dass ich gar nicht verrückt war. Denn ich sprach sehr ruhig und überlegen und vernünftig. Und der Hausmeister ging wieder. Und ich habe die Nacht auf dem Fußabstreifer verbracht. Und ihr Mann kam nicht. Und sonst kam auch kein Mann. Es war gar keiner da. Bloß sie wollte mich nicht. Sie wollte Schluss machen. Aber ich wollte nicht. Ich wollte nicht nachgeben. Noch nie konnte ich nachgeben. Schon als Bub konnte ich nicht nachgeben. Schon als Bub musste ich immer der Erste sein. Musste ich immer gewinnen. Schon als Bub war ich ein kleiner Tyrann. Und einmal habe ich unser Mädchen einen ganzen Nachmittag in die Kammer gesperrt und Marianne dazu. Ja, auch an Marianne habe ich vorhin gedacht. Ich habe sie mit in die Kammer gesperrt und als ich sie herausließ, habe ich sie geohrfeigt. Ich habe sie geohrfeigt, weil sie mich liebte, weil sie zeigte, dass sie mich liebte, weil sie mir nachsah, mir Augen machte, weil sie meine Nähe suchte. Ich konnte das nicht vertragen, bis sie weg war, bis ich ein Bild von ihr sah, auf dem sie halbnackt war und die Augen heruntergezogen, die Wimpern lang, der Blick verschleiert, glänzend, feucht, dann wollte ich sie haben. Aber ich hatte noch gar kein Mädchen gehabt und ich fuhr zu ihr. 3 Tage fuhr ich mit dem Rad und als ich ankam, war sie ganz allein in einem großen Haus. Ihr Onkel war verreist, ihre Mutter war verreist, ihr Vater war schon tot. Er hatte sich aufgehängt oder war aus dem Fenster gesprungen, ich weiß es nicht mehr. Sie war allein, sie hatte schon geschlafen und als ich dann Gute Nacht sagte, habe ich sie geküsst. Das war mein erster Kuss. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran, aber ich weiß noch, dass es nicht toll war. Es war so fad wie die meisten ersten Küsse. Und dann schliefen wir. Am Morgen regnete es. Es regnete 14 Tage. Solange ich dort war, regnete es. Kam 14 Tage nicht aus dem Haus. Ich war 14 Tage allein mit ihr. Wir saßen nebeneinander am Morgen, lasen in einem illustrierten Casanova und betrachteten die Bilder. Dann hörten wir auf und spielten Schach. Sie spielte schlecht. Sie verlor jedes Mal. Ich war hart. Ich ließ sie nicht gewinnen. Ich sagte mir, wenigstens einmal musste sie gewinnen lassen. Aber ich brachte es nicht fertig. Wir spielten länger als eine Woche Schach, Mühle, Dame, aber ich ließ sie nicht gewinnen. Sie weinte fast, aber ich blieb hart. Irgendwie hasste ich sie, aber ich wusste nicht warum. 14 Tage regnete es und vor dem Fenster standen die roten Geranien in der Nässe und ich hatte Heimweh. Ich hatte sie nie gehabt. Ich war 14 Tage allein mit ihr und habe sie nie gehabt. Ich erinnere mich an einen Sonntag, wo sie einmal über die Straße sprang und eine ganze Gruppe junger Burschen sich umdrehte und ihr nachguckte. Sie ging wie ein junges Raubtier. Sie war 17, ich war 16. Ich habe sie nie gehabt. Ich habe auch daran gedacht, als ich mein Gesicht vorhin im Spiegel sah. Sie ist mir entgangen, ich habe sie versäumt. Und wenn ich an sie denke, könnte ich sie hassen, weil sie mich damals nicht verführt hat. 2 Jahre später hat es eine Nutte in einem französischen Bordell getan, in Rochefort-sur-Mer, als wir an unseren ersten Ausgang geschlossen in den Puff strömten. Zuerst zum Fotografen, dann in den Puff. Die Nutte war wie eine große Schwester zu mir. Sie spielte mit mir wie mit einem Baby. Aber Marianne habe ich damals versäumt. Sie war 17, sie war sinnlich. Sie wollte von mir genommen sein. Sie war in mich verliebt. Sie hatte einen Körper wie ein junges Raubtier. Ich habe sie versäumt. Ich habe auch daran gedacht vorhin. Ich habe vieles in meinem Gesicht gesehen. Versäumnisse, Enttäuschung, Laster. Ich habe schon die 30 überschritten und noch nichts geleistet. Plötzlich beginne ich zu ahnen. Ich beginne grauenvoll zu ahnen, dass ich verdammt bin zum Scheitern. Verdammt zum Nichtschaffen, zum Nichtvollenden, zum Fragment, zum Fetzen. Als Stümper. Ja, ich bin unfähig. Ich bin wahrhaftig unfähig. Betrachte doch dieses Gesicht. Ein solches Gesicht ist unfähig. Ein solches Gesicht ist fähig zum Spinnen, zum Flausenmachen, zum Überschnappen, zum Größenwahn. Aber nicht zum Durchhalten, zur Energie. Ein solches Gesicht ist scheiße. Scheiße mit Gefühl. Einem solchen Gesicht müsste man in die Fresse schlagen. Stundenlang in die Fresse schlagen, bis es die Besinnung verliert und vielleicht dann zur Besinnung kommt, wenn es wieder nüchtern ist. Das Denkmal. Er möchte sich halt ein Denkmal bauen. Und er ist doch unfähig, wollte er sagen. Er ist doch genauso unfähig wie ich, wie wir alle. Er ist bloß zu blöd, um es zu merken. Dabei ist etwas in mir. Ich weiß es. Vielleicht weiß es Rolf auch. Er hat mich für einen Dichter gehalten. Er hat gesagt, schreibe, schreibe, schreib jetzt endlich einmal. Er hat nie auf meine Vorträge was gegeben, er hat auf meine Presse nichts gegeben. Aber ich habe es auch nicht getan. Es war nur ein Mittel, um Geld zu verdienen, um meinem Vater zu beweisen, dass ich existieren konnte. Und Rolf sagte, schreibe! Und zu Barbara sagte er, er ist ein Dichter. Und Barbara sagte, er glaubt daran. Aber lieber Himmel, woher wollte er das wissen? Aus den paar Fetzen, die er kannte? Aus meinen Gesprächen? Aus meinen kraftlosen Ekstasen? Hätte ich doch nie diese Ambitionen gehabt. Hat sie jeder Mensch? Werden die anderen nur früher gescheit? Geben die anderen nur früher nach? Geben die anderen nur früher auf? Ich denke an meinen Urgroßvater. Mein Vater hat mir von ihm erzählt. Es ist fast das Einzige, was er mir über meine Vorfahren erzählt hat. Er ist mit ihm als kleiner Bub auf der Landstraße gegangen. Auf der Landstraße nach Ebrach. Auf der Landstraße von Schwarzach nach Ebrach. Durch die welligen Felder, durch die Obstbäume, durch den Wald. Und ich stelle mir vor, es war Sommer. Sommer in Franken. Sommer mit etwas Staub.
mit Staub und goldgrüner Luft. Ich stellte mir vor, die Schuhe meines Urgroßvaters waren schlecht. Und die Schuhe meines Vaters waren schlecht. Und mein Urgroßvater hatte einen Stock in der Hand, einen Haselnussstock vielleicht, was weiß ich. Und so zogen sie dahin, der Alte und der Junge. Und über ihnen und um sie war der Wald und das Gesumm und Gebrumm von Bienen und fernes Hergekreisch. Und manchmal flatterten kleine Falter vor ihnen her oder eine Taube klatschte laut aus den Buchen. Und dann schimmerten und funkelten die Sommeräcker zu ihnen herein. Und wenn sie hinauskamen, wellte sich das helle Land vor ihnen. Sie sahen die Kornfelder wie blonde Vögel auf den Fluren liegen und Pappeln züngelten in die wehenden Wolken und alte Weidenstümpfe kauerten am Bach. Und irgendwo war Sensengedengel und leises Gerufe. Und kleine blauäugige Seen blickten zum Himmel. Und rote Dächer rosteten in der Sonne. Und es war Sommer. Und Geruch. Und ein Anflug von Staub. Und die Wegwarte blühte blau an der Straße. Und ich hörte ihre Schritte. Und ich höre die Vögel in den Apfelbäumen und den Bussard über den Wäldern. Und ich rieche den Sommer und spüre den August. Und ich sehe das heiße Zittern über den Feldern. Und ich sehe die Kirchtürme spitz und schlank in den Himmel gekippt. Und dann, ja, und dann blieb mein Urgroßvater manchmal mitten im Laufen stehen und machte mit seinem Stock eine weite Bewegung über das Land. Und sagte zu dem kleinen Buben, der mein Vater geworden ist, die Reiher müssen noch einmal einen Namen bekommen in der Welt. Guter Himmel, und ein halbes Jahrhundert später hat mein Vater, mein nüchterner Vater, in einer schwachen Stunde zu mir gesagt, vielleicht bist du derjenige welche. Oder war das Ironie? Ich weiß es nicht. Wie habe ich in den letzten Wochen gearbeitet? Von früh bis Nacht. Ich habe immer wieder gefeilt, immer wieder neu versucht. Ich habe eine Seite 20 Mal, ich habe sie 40 Mal geschrieben. Ich habe es immer wieder meiner Frau vorgelesen. Ich habe es selbst 200 Mal, ich habe es 400 Mal gelesen. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich habe gesagt, was meinst du dazu? Oder was meinst du dazu? Oder man könnte es auch so machen. Oder so. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Was meinst du? Sprich! Wie würdest du es machen? Was würdest du tun? Ach, sie wusste es nicht. Ich wusste es ja selber nicht. Mir rauchte der Kopf, mir drehte sich alles im Kopf. Ich glaube, sobald man auch nur eine Spur überlegt, ist man unfähig zu schreiben. Man müsste schreiben, ohne eine Sekunde nachzudenken. Man müsste drauf losschreiben wie eine Maschine. So schnell und ohne alle Hemmungen. Man müsste alles herausschleudern wie ein Vulkan. Oder wie man sich erbricht oder was weiß ich. Sobald man denkt, ist es schon vorbei. Das ist meine Erfahrung. Ich war tief verwurzelt bei diesem Schreiben, aber manchmal freilich war ich auch überzeugt. Es war selten, aber es gab doch Augenblicke, Viertelstunden, wo ich überzeugt war. Als meine Frau neulich aus der Stadt zurückkam, ich war übers Wochenende allein gewesen, ich bin kaum von der Maschine weggekommen, da habe ich ihr vorgelesen, ich war überzeugt. Na, sagte ich, was meinst du? Ich wartete, ich wollte gelobt werden. Natürlich wusste meine Frau, dass ich gelobt werden wollte, aber sie durfte nicht die falschen Worte wählen, sie musste ihr Lob begründen. Doch in diesem Augenblick war ich überzeugt. Ich sagte, Mensch, das hat doch was. Das hat Atmosphäre, das hat Schwung, da ist doch etwas drin. Wenn du andere Romananfänge liest, wie findest du das? Und das? Und das? Ich las ihr Dinge vor, die sie schon x-mal gehört hatte. Nur hatte ich jetzt vielleicht einen anderen Ausdruck, ein anderes Bild, einen anderen Satzanfang. Hatte ich einen neuen Satz hinzugeschrieben oder einen weniger guten oder das, was ich dafür hielt, weggelassen. Am nächsten Tag nahm ich ihn vielleicht dann wieder auf oder strich das Ganze und schrieb etwas Neues. Am nächsten Tag las ich es ihr wieder vor und sagte dann, nun, wie findest du das? Guter Himmel, wie sollte sie es finden? Und ich schrie, das ist scheiße, es ist alles scheiße, es taugt keinen Schuss Pulver. Ich kann es aufgeben, ich kann mich aufhängen, wahrhaftig. Ich lande noch im Irrenhaus. Wie ich mir seit Jahren einbilde, dass ich ein Dichter bin, bilde ich mir seit Jahren ein, dass ich verrückt werde. Aber man wird leichter verrückt, als dass man ein Dichter wird. Auch wenn viele große Dichter verrückt geworden sind. Zuerst haben sie geschrieben, dann sind sie verrückt geworden. Aber ich könnte verrückt werden, ohne etwas geschrieben zu haben. Ich könnte verrückt werden, weil ich nichts geschrieben habe. Ich müsste schreiben, um nicht verrückt zu werden. Ich müsste schreiben, um existieren zu können. Oder ich muss mich verkriechen. Ich muss ohne Hoffnung leben. Ich muss verzichten. Aber ich werde nicht verzichten können. Ich werde mich nie beschneiden können. Ich brauche die Hoffnung. Aber ich bin nicht fähig, sie zu realisieren. Was soll das werden? Wie soll das enden? Ich habe Anlagen zum Verrücktwerden. Ich weiß es. Ich bin schon oft vor dem Spiegel gestanden. Ich habe Grimassen gedreht. Schreckliche Grimassen. Es hat mir Spaß gemacht. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe Grimassen vor meiner Frau gedreht. Auch das hat mir Spaß gemacht. Großen Spaß. Und ich habe Grimassen vor meiner Tochter gedreht. Und auch das hat mir riesen Spaß gemacht. Und ihr übrigens auch. Sie hat es nachgemacht. Sie hat es fabelhaft nachgemacht. Perfekt. Ich habe ihr die Anlage zum Verrücktsein vererbt. Ich habe sie ihr perfekt vererbt. Hätte ein solcher Mensch wie ich heiraten dürfen? Ja, ich weiß, meine Tochter hat auch manches Gute von mir. Sie ist gut zu Tieren.
Sie fragt, ist dicker unten? Es ist kalt da draußen. Dicker holen. Sie sagt es 3-4 Mal am Tag und dann spielt sie mit ihm, streichelt ihn, beißt ihn in den großen schwarzen Kopf und vorher war er 3 Jahre eingesperrt. 3 Jahre in einem Loch eingesperrt, in dem er seinen Schwanz nicht ausstrecken konnte, in dem er seinen eigenen Kot fraß, in dem er sich 3 Jahre drehte wie ein Kreisel, ständig wie ein Kreisel drehte, drehte, drehte. Nun habe ich ihn endlich, nun gehört er mir. Aber ich will gar kein Verhältnis zu ihm kriegen. Ich behandle ihn gut, aber ich freunde mich nicht an mit ihm. Seit Heidels Tod habe ich mir geschworen, keinen Hund mehr zu halten. Dicker musste ich nehmen, aber ich lasse ihn mir nicht zu nahe kommen. Man sollte sich mit keinem Wesen näher einlassen. Es kommt nichts heraus als Unglück, als Streit, als Hass, als Trauer. Wenn ich an die Skandale in meiner Ehe denke, und dabei war gar nichts, es war rein nichts, es war kein Anlass. Es war nur das Zusammenleben, nur das Miteinandersein, nur die Reibung. Und was war vorher gewesen? Du lieber Himmel, ich möchte es wahrhaftig auf einem Tonband haben, wie ich vor 3 Jahren mit meiner Frau gesprochen habe und wie ich heute mit ihr spreche. Und in fast allen Familien ist es doch das Gleiche. Derselbe Jammer, dieselbe Enttäuschung, dieselben Vorwürfe, dieselben Lügen. Und ist das vielleicht ein Trost? Es kommt nichts dabei heraus. Die sinnlosen Debatten, diese Reden und Gegenreden, dieses ewige, stundenlange Hin und Her. Dieses Reiben um des Reibens willen, um des Rechthabens willen. Und die Magenkrämpfe nachher und das notdürftige Versöhnen und das Nehmen nach dem Streit, das gewaltsame Nehmen. Und die Wut in der Lust und die Lust in der Wut. Oh, es ist hässlich, hässlich, hässlich. Alles habe ich in meinem Gesicht gesehen vorhin. Wie eine Offenbarung der Verzweiflung war es. Blick in eine Landschaft, die bald nicht mehr existiert. Und die immer zur Unfruchtbarkeit verurteilt war. Eine Wüste, produktiv nur im Hass, im Zwietracht säen, im Zerstören. Ich habe zerstört. Ja, ich habe zerstört. Ich will nicht daran denken, was ich alles zerstört habe und warum habe ich zerstört. Weil in mir selbst nichts war als Zerstörung, als ein Chaos, ein Halbwissen, ein Nicht-Auskennen. Wer gibt denn Wegweiser in dieser Welt, wonach man sich richten kann? Ich weiß es nicht. Wege gibt es genug, aber es gibt keine Ziele, es gibt keine Lösung. Es gibt bloß das Ich. Auf dem man herumreitet, mit dem man sich abstreitet, das man ruiniert. Oh, und ich habe es kräftig ruiniert. Es gibt nichts in mir und nichts an mir, das ich nicht ruiniert hätte. Und ich habe alles andere ruiniert, was mir entgegengetreten ist, weil ich selbst ruiniert war. Nur den Hunden habe ich geholfen im letzten Jahr. Ich habe Dicker aus seinem Käfig geholt und ich habe Droll das Leben gerettet. Damals, als ihm der Idiot die Strychninspritze verpassen wollte. Locken Sie ihn mal durchs Zimmer, sagte er, und dann kam Droll auf seinen Vorderbeinen gekrochen und das ganze Gesäß, der halbe Körper schleifte wie ein Sack hinten nach. Ja, ist schon gut, ich habe schon genug gesehen, sagte der Idiot. 25 Sekunden, es ist gleich vorbei. Aber dann habe ich Droll doch wieder zusammengepackt und nach Hause gefahren. Ich habe einen Vortrag abgesagt und ein Taxi genommen und Droll am nächsten Morgen nach München gebracht. Über 200 Kilometer bis in die Klinik gebracht und mein Vater sagte, du bist verrückt. Und ich habe das letzte Geld zusammengekratzt, aber der Hund wurde gerettet. Und sonst habe ich hunderte von Tieren zerstört. Ich habe sie erschossen, ich habe getötet. Ich konnte es zuletzt nicht mehr. Ich habe es aufgegeben. Ich habe zu oft an die Tiere gedacht. An den Keiler, den ich das ganze Maul zerschossen hatte. Alles lag voll Zähne und Kieferknochen. Und er war fort. Es war strenger Winter. Und ich wusste, dass es kein tödlicher Schuss war. Dass das Tier elend verhungern musste. Und ich habe oft an den Adler gedacht, den ich angeschossen hatte. Und der dann mit schlagenden Flügeln und hohem Hals auf mich zukam. Und ich habe so lange mit einem Stock auf ihn eingedroschen, bis er tot war. Und die Ente, die ich geflügelt hatte und auf die ich dann einschlug, bis der Rumpf ohne Kopf dalag und zuckte. Und die Sau, die ich im Sommer zwischen 2 Getreidefeldern schoss und die dann im Getreide lag und wie wild das Getreide niederwälzte. Und dann klagte sie laut. Der ganze Abend hing voll von ihrem Schrei. Und 20 Schritte hinter ihr kamen plötzlich Frischlinge. Viele Frischlinge, sie wackelten so schnell, sie konnten mit ihren kleinen Leibern den Hang hinauf. Und ich wusste jetzt, dass ich die Mutter erschossen hatte. Und der Rehbock, den ich zu tief traf, der dann viele Wochen später mit halb verfaultem Vorderlauf, mit einem Vorderlauf, der schon stank, vom Nachbar geschossen wurde. Und der andere Bock. Mein zweiter Bock, den ich abnicken wollte, weil das als Waldmännischer galt. Und wie ich ihn dann metzelte, wie ich 3-mal auf seinen Kopf einstach, ohne die richtige Stelle zu finden. Wie das Tier unter mir zappelte und schrie und wie ich immer wieder hochfuhr und wie der Bock dann unter mir lag. Still unter mir lag und wartete und wie er mich mit seinen Augen ansah. Und wie ich wusste, dass ich ihn umbringen musste, dass ich verdammt war, ihn umzubringen. Und oben hing der Himmel und splitterte blau über den Buchen. Und die Vögel piepsten und es war Sonntagnachmittag. Ach, ich könnte Dutzende von Tieren aufzählen, die ich gefoltert habe. Und Dutzende von Tieren gab es bestimmt, die ich gefoltert habe, ohne dass ich es weiß. Die ich angeschossen habe und die dann irgendwo verstunken, elend irgendwo verstunken sind oder vom Hund oder vom Fuchs gerissen worden sind. Das edle Weidwerk.
Die lügen überall. Diese gottverdammten Lügen. Ob es sich um die Jagd handelt oder um den Krieg oder um die Politik oder um die Schlachthäuser. Wenn man heute als Schriftsteller schreibt, dann müsste man schreiben, wie ein Ertrinkender schreit, ohne zu überlegen. Nur laut. Laut, dass alle herzuspringen, dass sie helfen. Aber wer hilft heute den anderen? Ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ich bin mit vielen Menschen zusammengekommen. Um jeden ist eine Mauer. Sie ist unübersteigbar. Keiner geht heraus. Keiner geht hinein. Es ist Scham. Es ist Schrecken. Es ist Hochmut. Es ist Eitelkeit. Es ist Furcht. Aber es gibt kein wörtliches Verstehen. Alle Menschen schwimmen wie Inseln im Chaos. Sie hängen sich an alles. Sie hängen sich aneinander. Sie hängen sich an Geld, ans Fressen, an die Kunst, ans Vögeln, an die Religion, ans Opium, an den Alkohol. Ich weiß nicht, woran sie sich noch hängen. Aber nichts hält. Nur Gott hält, sagen manche. Nur Gott. Aber auch nicht hier. Nicht in diesem Leben. Nur drüben. Ja, drüben. Wechsel für das Leben nach dem Tod. Ich glaube nicht daran. Nein, ich glaube nicht daran. Es ist Ausflucht. Es ist Schwäche. Es ist die Religion der Schwachen. Der Feiglinge. Es ist ein Wunschtraum. Nein, ich will nicht daran glauben. Nie will ich daran glauben. Ich fürchte, dass ich auch wieder einmal daran glauben könnte. Aber ich will es nicht. Nein, ich will es nicht. Ich will lieber verzweifeln. Ich will lieber zugrunde gehen, als so schwach werden, so feig. Denn es ist Feigheit. Der Glaube ans Jenseits ist Feigheit. Und er ist Arroganz. Und er ist lächerlich. Wir gehen kaputt wie alles. Wir verfaulen. Wir verbrennen. Aber wir können es nicht ertragen. Also erfinden wir, was wir brauchen. Wir belügen uns ja so schön. Wir haben es ja gelernt, uns zu belügen. Wir sind perfekt darin. Wir haben eine jahrtausendealte Tradition. Warum also sollen wir nicht weiter lügen, wo es so wohltut zu lügen? Also lügen wir weiter und glauben. Wir sind fromm und gut und gottesfürchtig. Und in Wirklichkeit sind wir gottverdammte Schleimscheißer. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die sich religiös gaben oder die wirklich religiös waren. Wenn nicht bloß der Nutzen aus ihnen sprach, die Profitgier, die Karriere mit dem Gebetbuch in der Hand, dann habe ich immer bald gemerkt, dass diese Menschen Angst hat. Angst vor dem Leben, Angst vor dem Tod, dass nur der Glaube sie zusammengehalten hat, dass es elende Feiglinge waren, dass sie schwach waren, dass sie versagt hatten. Ach, ich habe auch versagt. Ich habe unausdenkbar versagt. Und ich bin feig und ich bin schwach. Und ich bin voll Angst. Aber diesem Verdummungstraum, diesem Feiglingsparadies will ich mich doch nicht in die Arme werfen. Lieber verzweifeln. Ehrlich verzweifeln. Nichts sehen. Keine Lösung. Keinen Weg. Nur Chaos. Aber sich nichts vormachen. Ehrlich sein. Wahrhaft gut sein heißt tapfer sein. So ähnlich sagt Nietzsche. Aber diese Leute sind nicht tapfer. Ich bin auch nicht tapfer. Aber ich will mit weit aufgerissenen Augen in die Verzweiflung laufen. Ich will wissen, dass ich mich selbst nicht belogen habe. Und doch habe ich mich belogen. Meine Eitelkeit hat mich belogen. Und ich weiß nicht, wie ich ohne diese Eitelkeit leben kann. Ohne Hoffnung. Ohne Hoffnung. Ich sehe schon alles verwehen. Die Spur meiner Füße verwehen. Die Spur meiner Füße führt ins Nichts. Und tappe ich denn nicht schon im Nichts? Und warum will ich denn nicht ins Nichts? Warum sträube ich mich denn? Warum schaudere ich denn? Warum liebe ich mich denn so sehr? Aber ich liebe mich doch gar nicht. Ich hasse mich. Ich möchte nur, dass ich liebenswürdig wäre. Sie müssen sich lieben, sagte das Rindvieh. Sie müssen sich lieben. Oh, wir sind Lügner. Wir sind Lügner, wir sind Virtuosen. Der Mensch ist ein virtuoses Schwein. Ich sehe mich im Spiegel. Dieses Glänzen der Augen, die versagt haben, die keinen Ausweg sehen, keine Hoffnung. Eine blaue, wässrige Verzweiflung. Die Falten um den Mund. Die Schluchten der Resignation. Die Haare auf dem Kopf, die ausgehen. Ausgehen über einem Schädel, der nichts hervorgebracht hat. Einem Knochen, der unproduktiv war, der unproduktiv bleiben wird. Ich habe versagt. Ich habe restlos versagt. Ich habe 2 Seiten in einem Monat geschrieben. Und sie sind nichts. Sie sind nichts. Ich bin wie gelähmt. Ich habe das Gefühl, keinen brauchbaren Gedanken mehr denken zu können. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn müsste aus Kot bestehen oder aus einem Haufen Würmer oder aus was weiß ich. Manchmal gehe ich spazieren. Es ist Winter jetzt, es liegt Schnee. Ich gehe den Berg hinauf. Ich trete in den Schnee. Ich sehe auf meine Stiefelspitzen, ich sehe den Schnee abfallen. Ich sehe um mich und ich sehe die beiden Hunde. 2 schwarze Hunde, die durch den Schnee springen. Manchmal ist es windig, manchmal ist es ganz still. Meist ist es dämmerig, denn ich gehe gerne in der Dämmerung spazieren. Die Dämmerung liegt in meinem Kopf. Wir leben immer in der Dämmerung. Wir leben immer auf die Nacht zu und ich bleibe oben am Berg stehen und sehe auf das Dorf. Ich sehe es klein daliegen, ein paar graue Wände und schwarze Fenster und sonst alles Schnee. Und ein paar Fenster werden golden und wenn es diesig ist, flutet das Gold heraus. Es schiebt sich wie goldene Schuppen in den Nebel. Nein, ich will keine Bilder suchen, keinen Dreck machen, keine Literatur. Ich meine, es gibt Augenblicke, in denen ich schwach, ganz schwach ans Leben glaube. Ich weiß nicht warum. Es ist meist, wenn ich so draußen bin, wenn ich allein bin und durch den Schnee laufe und die Luft spüre. Also es gibt Augenblicke und mehr als Augenblicke kann man im Leben wohl nicht verlangen. Mehr als ein paar Augenblicke, in denen man nicht ganz verzweifelt.
Aber auch diese Augenblicke verrinnen, sie vergehen spurlos. Dann hängt man sich an Menschen, dann wird man enttäuscht, dann hängt man sich an neue Menschen, dann wird man wieder enttäuscht. Dann hängt man sich an Hunde. Und die Hunde enttäuschen nicht, aber die Hunde sterben. Hunde werden nicht alt. Und wenn man sie liebt, sterben sie umso früher. Alles, was man liebt, stirbt bald. Und je mehr man es liebt, umso früher stirbt es. Was heißt überhaupt Liebe? Es sind nur Ausbruchsversuche aus dem Kerker des Ich. Veraltete Fluchtversuche, Betäubungen, Narkosen, Ekstasen. Und alles endet in Enttäuschung, in Hass, in Rache. Alles endet im Gegenteil. Und der Kerker wird stärker, die Gitter werden stärker, die Mauern werden höher, die Verzweiflung schwillt. Und alles denke ich doch bloß, weil ich versagt habe. Guter Gott, es ist Nachmittag. Es ist spät Nachmittag jetzt. Der Schnee wird schon blau vor meinem Fenster. Die bläulichen Schneeflächen stehen um das Zimmer. Vor einem Fenster steht ein blau-roter Alpenveilchenstock. Dahinter wirbelt der Schnee vor einer Hecke. Wenn ich jetzt an ihr vorbeigehe, bohren die Spatzen hoch. Dann sehe ich zwei Apfelbäume. Sie sind krumm wie Regenwürmer. Sie stehen da in der Verzweiflung im Nichts. Aber sie wissen es nicht. Sie stehen bloß da. Wissen sie es wirklich nicht? Was wissen denn wir? Wir wissen nur, dass wir unglücklich sind. Dass wir alle unglücklich sind. Alle. Außer den Leuten, die ihr Mäulchen drehen und ihr Glück preisen. Ihr feisten Spießer- und Vogelstrauß-Glück. Und ich sehe den Schnee. Ich sehe den Schnee fallen. Und meine kleine Schreibtischlampe brennt. Ein kleines goldenes Licht. Er spiegelt sich im Bücherschrank. Er spiegelt sich im schwarzen Klavier. In dem Klavier meiner Mutter. In dem Klavier, auf dem meine Mutter spielte. Und manchmal sang sie dazu. Ich glaube, wenn sie unglücklich war. Wenn sie traurig war. Wenn sie voll Sehnsucht war. Und jetzt spiegelt sich das Licht meiner Schreibtischlampe darin. Wie ein kleiner goldener Vogel steht es darin. Wie ein Kanarienvogel im Käfig. Und es ist warm im Zimmer. Es ist fast zu warm. Es ist ruhig. Könnte ich nicht zufrieden sein? Könnte ich nicht ganz unglücklich sein? Gewiss könnte ich es, wenn ich vernünftig wäre. Wenn ich mich bescheiden könnte. Wenn ich mich in meiner Nietenhaftigkeit akzeptieren könnte. Jetzt kommt jemand auf der Straße. Ich sehe es von hier aus. Von meinem Platz am Schreibtisch aus. Ein Junge und ein Mönch. Der Junge zieht zwei Schlitten und auf jedem liegt ein kleiner Sack. Hinten läuft der Mönch. Der Wind bläst, der Schnee stiebt. Stiebt ihnen genau ins Gesicht. Jetzt sind sie da, vor meinem Fenster bleibt der Schlitten stehen. Der Junge ist auf Dreck geraten. Er zieht, er zerrt, es geht nicht. Er ist ganz rot im Gesicht. Sicher wurde er vom Pfarrer kommandiert zum Schlittenziehen. Sicher ist er wütend darüber. Ich will mich schon ärgern über den Pfarrer, über das Mönchlein. Da kommt es hervor, ich höre es sagen, wart, ich helf dir. Und dann zieht er mit dem Jungen an dem Strick. Auch er ist ganz rot, auch ihn strengt es an. Auch er tut es für andere. Er zieht mit dem Jungen und dann verschwinden sie, verschwinden zusammen am Strick. Ach Gott, ist die Welt nicht traurig. Dieses am Strick ziehen, dieses Brotbetteln, dieses ewige Abmühen, dieses von Haus zu Haus gehen und andere prassen und ersticken im Überfluss und haben noch nicht genug und müssen Kriege führen, um noch mehr zu kriegen. Ich weiß nicht, es kann kein guter Gott sein, wenn es einen Gott gibt. Oder er hat uns alle als Schwachsinnige erschaffen. Die Dinge verkehrt sehen, die sie auf dem Kopf stehen sehen oder überhaupt nicht sehen. Wir sind vielleicht blind und wissen es nicht. Oder sind wir Gott und wissen es nicht? Wie herrliche Götter wir dann wären. Aber das alles ist Unsinn. Wenn man gescheitert ist, wird alles Unsinn. Wenn man gescheitert ist, wird die Welt ein Scheiterhaufen. Wenn man gescheitert ist, möchte man sich auf den Scheiterhaufen stellen und die ganze Welt dazu. Und man möchte anzünden. Man möchte alles in Flammen aufgehen sehen. Wenn ich Macht hätte, wenn ich die Macht dazu hätte, würde ich die Welt vielleicht an einem Tag in die Luft sprengen. Ich würde sie erlösen. Ich würde ein wahrhafter Erlöser sein. Vielleicht wollte sie Nero schon erlösen. Aber er war kein Erlöser. Er hat nur ein Feuerchen gemacht. Er hat nur gestümpert. Ich habe auch oft gestümpert. Ich habe in der Schule gestümpert. Ich habe bei Frauen gestümpert. Bei Marianne habe ich gestümpert. Und bei Ruth habe ich gestümpert. Die Geschichte mit Ruth, ich habe sie auch vorhin in meinem Gesicht gelesen. Ich habe überhaupt alle Begegnungen mit Frauen darin gelesen. Alle Geschichten mit Mädchen, die ich hatte, auch wenn es gar keine Geschichten waren. Es ist eine Flut. Wovon? Von Schmutz? Nein. Von Schönheit? Nein. Es ist eine Flut von nichts. Von nichts. Aber man erinnert sich. Man erinnert sich manchmal. Das ist alles. Das ist das Einzige, was bleibt. Die Erinnerung. Sie raunt vorbei. Manchmal raunt sie vorbei. Raunt wie ein Bach. Wie ein kleiner Bach in einer Wiese vorbei. Es ist das alte Lied. Das alte Lied. Ich bin in Neapel im Puff gewesen. Als Soldat war ich dort. Ich würde mich schämen, als Zivilist in einen Puff zu gehen. Aber ich würde mich auch schämen, als Mann nie in einem Puff gewesen zu sein. Also, ich war in Neapel im Puff. Das war nichts Besonderes. Ich wollte mit der Nutte zuerst ein bisschen Italienisch plaudern, aber sie sprach Deutsch.
Quatsch, das war nichts Besonderes. Sie erzählte, sie sei eine Lehrerstochter aus Köln und als junges Mädchen mit einem Onkel durchgebrannt. Das war auch nichts Besonderes. Vielleicht war es auch gelogen, aber es ist egal. Ich habe mich eine halbe Stunde mit ihr unterhalten und dann habe ich ihr Geld gegeben. Und sie hat es mir wieder in die Tasche gesteckt. Und natürlich habe ich sie nicht gehabt, aber auch das ist nichts Besonderes. Man kann es so ähnlich überall lesen. Und Malapart hat tollere Dinge gehabt. She is a virgin. A real virgin. Aber ich habe es so erlebt und ich denke manchmal daran. Die Kölner Lehrerstochter im Puff von Neapel. Neapel, Neapel. Oft bin ich in Neapel gewesen. Auch ich bin in Neapel gewesen. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal nach Neapel fuhr. Wir lagen in der Nähe der Stadt, irgendwo am Meer. Und wir fuhren an jedem Morgen nach Neapel. Es war Morgen, die Luft war noch frisch. Die Sonne schwamm schon wie ein goldener Fisch am Himmel. Sie schwamm tief, tief über den tiefen Dächern. Den flachen, südlichen. Und wir fuhren über die fremden Straßen und die Bauern mit ihren Karren und die Mädchen und die Vorstädte und der Fahrtwind, dieser süße, dieser voll Gerüche, der fremd war und frisch war und der den Morgen in die Nase trieb, in die Münder trieb, der Italien bis in die Augen trieb, bis ins Gehirn trieb. Ach, es war Morgen damals und Fahrtwind. In dem sich so gut summen ließ. Singen ließ, summen ließ. O mia bella Napoli, Napoli. Gott, wie jung ich damals war. Napoli, Neapel, Napoli. Und die Räder drehten sich und drehten sich und zuschelten über den Asphalt. Und es ging nach Neapel. Auch ich bin in Neapel gewesen. Ich bin in Neapel und es ist etwas Fernes, Glitzerndes, es brennt. Ich gehe durch die weißen, siedenden Straßen und der Schatten ist dick und dampft. Und ich gehe dahin, ich schlendere, ich bummle dahin, oh Neapel, Neapel, ich bin durch deine Straßen gelaufen. Schmale Schächte, hohe Schächte, Schächte, über die der Himmel turnte, über die er blau hinwegsprang. Ach, und ich habe zu ihm aufgesehen, ich habe meine Augen zu ihm aufgehoben, sie liefen an ihm fort, haltlos, strauchelnd, schwindelig. Und weiter durch die Straßen, Straßen voll Papier, voll Lumpen und Orangenschalen, voll Geruch und halbnackten Kindern. Straßen, die steil und hellgrau in den Himmel stiegen, beflackt mit Wäsche schimmernd in den Himmel stiegen. Und alles war eingemulmt von dieser Hitze, dieser drückenden, betäubenden, dieser geschlechtsvollen Hitze. Ach, wie es trieb, wie es trieb, wie Heringszüge trieb es durch die Straßen. Heiß, faul, schlampig, schön, wie es strömte, wie es sprach, handelnd, mauschend. Haben Sie Silbergeld? Silbergeld? Du Silbergeld? Brauchen Sie Stoffe? Damenstrümpfe? Wäsche? Brauchen Sie Uhren? Du Signorina, Bella Signorina, du Fräulein, du Ficky Ficky, komm mit! Oh, und dann das Meer aus der Nähe, das Meer wie Tinte, wie Lack. Blaulüngig und mit dem goldenen Gehupfe der Sonne drauf. Oh, und mit dem Geruch, mit der Weite, mit dem Flimmern, mit den Booten, mit der Sehnsucht. Und dann von der Höhe aus die Stadt, weiß, weiß hingebreitet an den nassen blauen Strand, an die träge Wüste, die segelschimmernde, funkelnde, brütende Wüste und dann wieder in den schmutzigen Schluchten und das Hirn gelähmt und die Füße brannten. Und haben sie und wollen sie und brauchen sie und die Schaufenster in den großen Straßen. Ich weiß noch die Sonnenbrillen, wie modisch, wie mondän sie waren, wie geheimnisvoll sie in den Fenstern funkelten. Sonnenbrillen für einen Monatssold, wie ich an die Frauen dachte, die sie tragen würden. Die solche Sonnenbrillen tragen würden und weiter durch die Straßen. Manchmal keine 2 Lire in der Tasche, manchmal ein Eis in 10 Stunden, lang aufgespart und mit Andacht verzehrt. O Napoli, Napoli, o mia bella. Und wie selten reichte es für eine Frau. Und später, als wir schon Sizilien hinter uns hatten und auf Rom zufuhren, lasen wir einmal irgendwo ein Mädchen auf. Hunderte von Italienern und Italienerinnen standen damals auf den Straßen und winkten uns zu. Aber es war verboten, sie mitzunehmen. Und nur die Mädchen kamen rein, wenn sie allein standen, wenn sie hübsch waren. Und dann wurden sie natürlich umgelegt. Dieses Mädchen war Studentin, Mathematikstudentin. Sie hatte ein Jahr in München studiert und sprach etwas Deutsch. Wir brachten sie in unser Lager und am Abend wollten sie zu fünft über sie her. Sie steckten sie in einen Kastenwagen, einen geschlossenen Wagen mit einem Gang in der Mitte. Sie legten sie da rein und besprachen die Reihenfolge. Und Mühlbauer war der Erste. Ich weiß nicht, was er tat, aber sie schrie. Und man hörte sie drinnen. Und dann kam Mühlbauer und sagte, sie sei eine sture Sau. Und dann ging er noch einmal hinein und sie schrie wieder. Und es war ein Gewürg. Und als er herauskam, war er wütend. Und sie gingen zu dritt und sie schrie laut meinen Namen. Und dann ging ich hinein und holte sie. Und sie weinte und war fertig. Und ich nahm sie mit in meinen Wagen. Und natürlich legte ich sie um. Sie hatte nichts dagegen. Sie sagte Piano, 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 Paolo.
Und sie war zufrieden und sie schlief bis zum Morgen. Und dann brachte ich sie in aller Frühe wieder auf die Straße, denn sie kam aus Sizilien. Aus Palermo kam sie und wollte nach Bologna, zu Verwandten nach Bologna. Und ich hatte sie bloß 10 Kilometer mit ins Lager genommen und weiß Gott, was sie mit ihr gemacht haben und weiß Gott, was aus ihr geworden ist. Sie war fertig. Sie war froh, dass sie wieder auf der Straße stand und warten konnte. Auf den Nächsten warten konnte, der sie mitnahm. Und vielleicht haben die Tiefflieger sie erschossen, vielleicht haben sie ihr den Tripper aufgehängt. Vielleicht haben sie ihr den Tripper aufgehängt und sie dann an die Wand gestellt, wie es einmal unser Chef gemacht hat. Wir hatten eine Zeit lang 2 Mädchen in unserem Lager, 2 italienische Mädchen, die für uns wuschen. Ich habe ihnen nie Wäsche gegeben, aber fast alle anderen haben es getan und fast alle anderen haben sie umgelegt. Und dann bekamen sie den Tripper und einer nach dem anderen ging ins Lazarett. Und der Chef befahl, die Mädchen nicht mehr ins Lager zu lassen. Aber nach jedem Stellungswechsel waren sie wieder da. Irgendeiner hatte sie in seinen Wagen gesteckt, unter die Plane, zwischen Munitionskisten, zwischen Ersatzteile gesteckt. Und sie waren wieder da. Sie wuschen, sie waren fleißig, sie bekamen ihr Brot und am Abend rutschten sie alle über sie her. Und dann gingen sie ins Lazarett. Und eines Tages kam der Chef, der bei der Kompanie war, die woanders lag. Er kam eines Tages und knallte die beiden Weiber über den Haufen. Damit war das Problem gelöst. Es war so eine einfache Lösung, niemand bei uns war drauf gekommen. Nicht einmal der Ingenieur, der unser Lager leitete und der sie natürlich auch hatte. Und er holte sich keinen Tripper. Er fuhr kurze Zeit später mit Koslowski nach Rom und bei Kilometerstein 12 verlor Koslowskis Volkswagen das Rad. Der Wagen überschlug sich und der Ingenieur war tot. Auf der Stelle war er tot. Ich habe einmal ein Bild gesehen von seiner Frau und seinen 2 kleinen Kindern, die damals in Jerusalem wohnten. Denn er war auch von dort. Nur hatte er 39 in Deutschland studiert und war dann gleich eingezogen worden. Und vor Rom bei Kilometerstein 12 lag er unter dem Volkswagen und war tot. Koslowski war nicht tot. Er war nicht einmal verletzt. Er hatte einen so kleinen Kratzer im Gesicht, dass wir ihn alle suchen mussten. Und Koslowski hätte sich nichts daraus gemacht zu sterben. Koslowski lebte allein auf der Welt und ihm war alles scheißegal. Der liebe Gott hatte wieder einmal alles zum Besten gefügt. Ich schäme mich manchmal, dass ich Gott lästere. Ich schäme mich sehr. Aber es gibt ja keinen Gott. Für mich gibt es keinen Gott. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, also kann ich ihm auch nicht lästern. Aber ich schäme mich doch. Ich schäme mich deshalb, weil ich selbst oft zu Gott gebetet habe. Ja, ich schäme mich, weil ich selbst heute noch manchmal zu Gott bete. Ach, es ist lächerlich, es ist idiotisch. Ich, ein ausgesprochener, ein erklärter Agnostiker, ich bete heute noch manchmal. Ich schäme mich sehr, es zu sagen. Es ist so verrückt, so absolut absurd. Aber es ist vieles absurd, was wir tun, was ich tue. Vielleicht sind die anderen Menschen vernünftiger, konsequenter, logischer. Ich weiß es nicht. Es ist vieles verrückt, was ich tue. Oder ist es nicht verrückt, wenn ich jeden Abend, seit fast 2 Jahren, jeden Abend, den ich zu Hause verbringe, zum Grab meines Hundes gehe, dort meinen Kopf, meine Stirn auf die Erde lege und mit ihm spreche? Ich, ein Mann, der nicht an ein Fortleben glaubt, der nicht im Traum daran glaubt, der einmal geschrieben hat, der Glaube an die Unsterblichkeit ist eine Arroganz des Geistes? Ich spreche mit meinem Hund, der seit 2 Jahren tot ist. Ich sage ihm nur, dass ich da bin, dass ich da gewesen bin, dass er weiß, dass ich ihn nicht vergessen habe. Aber ich sage es ihm nicht etwa nur in Gedanken. Nein, ich spreche es aus. Ich spreche es in die Erde, in die Nässe, in den Frost. Im Sommer ins Gras, ins Hohe, das schon auf ihm wächst. Jetzt ist es immer eisig kalt. Der Schnee brennt vor Kälte in meine Stirn. Aber immer denke ich ein paar Sekunden ganz intensiv an den Hund. Habe ich irgendein Bild aus seinem Leben vor mir und dann spreche ich laut seinen Namen. Dabei fürchte ich, dass es jemand hören könnte, dass mich jemand für einen Idioten halten könnte. Dabei bin ich doch ein Idiot, wenn ich so handle, oder etwa nicht? Und doch tue ich es. Und ich werde es immer tun. Ich werde immer verrückt sein. Und ich schäme mich manchmal, wenn ich Gott lästere. Ich schäme mich auch deshalb, weil ich einmal sehr zu ihm gebetet habe, an einem Tag, den ich nie vergessen werde. Einen Tag Ende Februar 1945. Wir waren nach Breslau geflogen, als Breslau schon eingeschlossen war, in die Festung Breslau in der Nacht, irgendwo von Pommern aus. Und 2 Tage später machten wir einen Angriff auf die russische Linie. Am Abend zuvor hatten wir uns mit Pistolen und Handgranaten und Munition vollgestopft. Es waren meist 17-, 18-jährige Bürschchen im Bataillon, die toll begeistert waren, die in den Gewölben des Breslauer Arbeitsamtes in ihren Waffen herumliefen, als wollten sie Indianer spielen. Ach, und ich höre sie noch singen, als wir in der Nacht auf LKWs davonfuhren. Wann kommst du wieder, mein kleiner Flieger? Und ein paar alte Leute streckten ihre Köpfe nach den Fensterhöhlen und sahen uns nach. In den letzten Nachtstunden lagen wir am Stadtrand im Keller eines zerschossenen Hauses. Unser ganzer Zug. Und im Morgengrauen verließen wir das Haus. Leise. Einer hinter dem anderen. Und liefen so ins Dunkel. Dann bildeten wir Schützenkette. Wir flüsterten es von Mann zu Mann. Und plötzlich wurde es hell über uns. Gleißend hell. Weiß-blaue, gleißende Striche zischelten dicht über unsere Köpfe. Und dann hörten wir Schießen, Rumsen. Wir warfen uns auf den Bauch und keiner machte einen Schritt. Und dann erfuhren wir, dass es die eigene Flak war, die da aus der Stadt schoss. Die den Bahndamm vor uns sturmreif schoss. Und dass wir ihn zu nehmen hätten. Sobald die Flak aufhören würde zu schießen. Die Flak schoss nur 5 Minuten. Dann schrie jemand: Auf, auf, marsch, marsch! Und wir standen auf.
Langsam standen wir auf. Wir sahen uns um und ich hörte eine Stimme schreien, ihr feigen Muttersöhnchen, ihr feigen Schweine, wollt ihr vielleicht raufgehen, wollt ihr in den Graben gehen, die sind da ja schon davongelaufen. Ihr braucht euch bloß reinzusetzen und wenn ihr euch nicht reinsetzt, knallen sie euch da unten ab. Oh, ihr gottverfluchten Muttersöhnchen, ihr feigen Säue. Und dann liefen wir und dann wurde es schwarz vor meinen Augen. Aber es kann nicht lange gewesen sein. Als ich wieder aufwachte, liefen viele Stiefel über mich. Und ich stand auf, lief den Bahndamm hinauf, warf mich in ein Loch, fühlte den Sand, dachte, Sand, oh Sand. Und dann hörte ich fremde Stimmen, fremde Sprache, heiseres, leises, gehetztes Gegurgel der Russen hinter dem Damm. Und dann stemmte irgendeiner, dessen Namen ich vergessen hatte, aber ich weiß noch, dass er blond, sehr jung und Offiziersanwärter war, das Maschinengewehr sich an den Leib und schoss und schoss und schoss. Er schoss wie ein Irrsinniger. Und ich fluchte und schrie, hör auf, du Narr, schrie ich. Und wollte ihm gerade das MG wegreißen, da ging alles drunter und drüber. Irgendeiner von den Russen muss eine Handgranate in unser Loch geworfen haben oder auf den Lochrand. Jedenfalls war der MG-Schütze tot. Und dem braven Schorsch Motschenbacher, einem Nürnberger, einem halben Landsmann von mir, wurde später im Lazarett beide Beine amputiert. Und er starb auch. Und ich spürte gar nichts. Ich hatte nur ein paar kleine Splitter abgekriegt, die ich nicht spürte, die mir aber das Leben retteten, denn ich kam heim. Ich wurde ins Lazarett gebracht, obwohl ich nicht wollte. Gott, wie dumm er nach 3 Jahren Krieg noch war. Aber dann, ja dann freilich, ein paar Tage danach bin ich in eine Maschine gestiegen und in der Nacht rausgeflogen. Jawohl, a farewell to arms auch für mich. Aber legal, alles legal, bloß Holzauge sei wachsam. Aber zunächst freilich lag ich in dem Loch. Und als es hell geworden war, sah ich, dass ich direkt neben einem Toten lag. Neben einem toten Russen, dessen Kopf schon grün geworden war. Er sah grün aus, ich weiß nicht warum. Es war ein mongolisches Gesicht, ein Kopf wie von einer toten Katze. Es war der erste Russe, den ich sah in diesem Krieg. Und ich lag neben dem Toten. Und Ernst kam noch herein. Ernstin aus dem Allgäu. Ernstin, der Automobilhändlersohn. Und als sie später mit den Granatwerfern anfingen und jedes Loch beschossen, stundenlang jedes Loch beschossen, da habe ich gebetet. Ich habe den Kopf, den Körper, ich habe alles tief in den Sand gewühlt, neben dem Toten in den Sand gewühlt und gebetet. Ich habe gebetet, ich habe zu Gott gebetet, ich habe zur Mutter Gottes gebetet. Und irgendwo an meiner anderen Seite lag Ernstchen im Sand. Und Ernstchen betete laut, er betete laut und schrie nach seiner Mutter. Jawohl, er schrie nach seiner Mutter, genau wie man es in den Romanen liest. Genau so, er hatte mich fast verrückt gemacht. Und als er selber verrückt war, da sprang er aus dem Loch, aber er sprang nach der verkehrten Seite. Er lief zu den Russen. Und er ist bestimmt nicht lebendig zu ihnen gekommen. Sie müssen ihn kalt gemacht haben. Noch bevor er 10 Meter gelaufen war. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht meinen Kopf herausgestreckt. Ich habe stundenlang nicht meinen Kopf herausgestreckt. Und am Nachmittag liefen wir alle davon. Hals über Kopf liefen wir davon. Alle, die noch lebten. Aber die meisten lebten schon nicht mehr. Ich habe auch daran gedacht. Auch an diesen Tag habe ich gedacht, als ich mein Gesicht im Spiegel sah. Ich habe daran gedacht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn ich damals umgekommen wäre. Gefallen, sagt man. Aber ich wäre nicht gefallen. Ich lag so fest auf der Erde, ich hatte mich so hineingekrallt, ich wäre nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie ich ausgesehen hätte. Vielleicht hätte ich mich mit den toten Russen gepaart. Aber gefallen? Nein, gefallen wäre ich nicht. Aber ich weiß, dass es besser war, dass ich damals noch davongekommen bin. Für mich war es besser, weil ich damals leben wollte. Und es war noch für jemand besser, aber darüber spreche ich nicht. Es gibt auch für mich noch Dinge, über die ich nicht spreche. Aber ich bin nicht glücklich darüber. Das Leben wird immer schlimmer. Das Leben nähert sich immer mehr dem Tod und alles Leben um uns nähert sich dem Tod. Und es ist ein großes Drauflosstürzen auf den Tod, auf das Ende. Es gibt kein Entrinnen. Ich denke heute nicht mehr so oft an den Tod wie vor einem halben, wie vor einem Dreivierteljahr, weil ich heute gesünder bin, körperlich gesünder bin. Aber damals, ich kann es mir kaum mehr vorstellen, es war eine fürchterliche Zeit. Ich hatte Angst, allein zu schlafen. Ich, ein Mann mit 30 Jahren, ich hatte Angst, den Morgen nicht mehr zu erleben. Ich hatte Angst, in der Nacht zu erwachen, geschwächt, dem Tode nah. Zu schwach, um an die Tür zu laufen, die Tür zu öffnen und zu schreien. Kommt, es ist soweit. Ich bin in Schweiß gebadet, aufgewacht. Ich lag allein in der Nacht. Ich fühlte, wie ich schwach wurde. Ich lag und wartete auf etwas Entsetzliches. Oder ich stürzte auf, lief zum Fenster, riss es auf, holte mir Luft. Luft, am Morgen war es wie ein Wunder für mich, wieder aufzuwachen, noch da zu sein. Aber es war ein schreckliches, ein angstvolles Dasein. Überall war Tod, alles war voll von Tod. Dabei war er nur in mir. Er saß in der Brust, er saß im Kopf, er saß in meinen Nerven, er drehte mir die Luft ab. Er machte mich schwindelig. Oh ja, dauernd war ich schwindelig. Ich hatte immer ein Gefühl, als ob ich im Auto ewig im Kreis fahren würde. Oder als ob ich Schiffschaukel oder Karussell fahren würde. Lauter Dinge, die ich nicht vertragen kann, die ich nie vertragen habe. Ich sah die Landschaft nicht mehr richtig. Das war das Merkwürdigste für mich. Ich sah die Dinge nicht mehr so, wie ich sie früher gesehen hatte. Ich sah sie wie im Spiegel. Sie hatten etwas Unwirkliches, leise Flackerndes, etwas Scharfes und Überklares. Ich hatte keinen Kontakt mehr mit ihnen. Alles entzog sich mir.
Ich sah es unnatürlich. Es war beängstigend. Es war beängstigend. Und meine Augen waren gesund. Franz hatte sie untersucht, der gute Franz. Fast eine Stunde hat er sie untersucht. Und natürlich waren sie ganz gesund. Auch der Kopf war gesund. Auch das Herz war gesund. Es war etwas klein, wie schon immer, aber es war gesund. Und die Leber und die Lunge waren gesund. Alles war gesund. Und mein Vater sagte, ihm fehlt gar nichts, bloß der Wille fehlt ihm. Er denkt bloß zu sehr an seine Krankheit. Wenn er gesund sein wollte, wäre er gesund. Und ich ging von Arzt zu Arzt und alle sagten, ich sei gesund. Und natürlich ließen sie sich gut bezahlen. Ich zahlte sie in bar, weil ich nicht warten wollte, weil ich mich nicht anstellen wollte. Und ich hatte auch gar keine Zeit, mich anzustellen. Einmal ging ich zu einem Arzt in meiner Heimatstadt. Mein Vater hatte ihn empfohlen. Ich sagte gleich, dass ich privat sei und ich wurde in ein leeres Zimmer gebracht. Daneben waren zwei Wartezimmer, vollgestopft mit Menschen. Und der Arzt kam. Er steckte nur den Kopf zur Tür herein. Er käme gleich, sagte er. Er wäre gleich soweit. Er hätte nur noch eine Kleinigkeit. Und dann kam seine Frau und nahm ein paar Personalien auf. Und nach 5 Minuten war wirklich schon er selbst da. Und er sagte, so bitte, Herr Reier, wo fehlt's denn dem Herrn Reier? Und da hätte ich ihm am liebsten schon eine in die Fresse geklebt. Na, das werden wir gleich haben. So, bitteschön. Hier kann der Herr Reier erst einmal Platz nehmen. Ich komme gleich wieder. Meine Frau macht einstweilen das EKG und dann verschwand er in einem anderen Raum seiner Fabrik und arbeitete weiter. Und das EKG wurde gemacht, es war gleich geschehen und als es fast fertig war, steckte er noch einmal seine Rübe zur Tür herein. Er kam gar nicht, er sah nur von der Tür her, aus dem Türspalt her sah er, sagte, schön, ja, alles richtig, gut und fort war er. Und dann wartete ich ein paar Minuten und dann kam er wieder. Und ich hatte schon den Oberkörper frei und er klopfte an die Brust. Und er horchte ein paar Atemzüge ab, er griff mir an den Hals, er sah mir in den Mund. Schön, alles in Ordnung, es ist nichts zu finden, der Befund ist befriedigend. So, sagte ich, das ist ja erfreulich, das beruhigt mich sehr. Was bin ich schuldig? Ach, das pressiert nicht so. Wollen Sie es leicht zahlen? Na, sagen wir halt 40 Mark. Na schön, es lebe das ehrbare Handwerk. Wenn ich an den Wiener Juden denke, der mich später in London untersucht hat, er hatte sich eine Stunde mit mir unterhalten und zuvor hatte er mit den Leuten im Wartezimmer geredet. Und dann holte er auch noch meine Frau und er hat sich mit uns beiden besprochen. Und er erkundigte sich nach unserem Aufenthalt und da war er sich auch schon über unsere finanziellen Verhältnisse im Klaren. Und dann verlangte er 10 Schilling, also etwa 5 Mark. Und dann sagte er uns noch, wo wir gut und nicht zu teuer zum Mittag essen könnten. Kontinentale Küche. Und er machte uns eine Zeichnung. Und später kam er ins Lokal und sah nach, ob wir es gefunden hatten. Und das war ein Jude, Dr. Fischel aus Wien, den wir vertrieben hatten. Deutschland über alles. Und die Juden sind unser Unglück. Man muss sich immer schämen. Ich habe an diese ganze Krankengeschichte gedacht, als ich in den Spiegel sah. Ich habe diese Krankheit in meinem Gesicht gesehen. Ich habe die Spuren des Wahnsinns, der Neurose, des Zusammenbruchs gesucht. Die Spuren der Angst und der ständigen Todesfurcht. Die Spuren der Unfähigkeit und ich habe es gesehen. Ich habe viel gesehen. Ach, ich habe 2 Seiten in einem Monat geschrieben und ich habe geschrieben wie ein Irrer. Ich bin 10, 12, 14 Stunden an der Maschine gesessen und ich habe nichts zustande gebracht als zusammengeleimtes Zeug, gebastelte Sätze, Verlogenheiten, die echt sein sollten. Eine Wirklichkeit, die verlogen war und von dem Mist auch nur ganze 2 Seiten. Ich habe oft an den Schriftsteller in Camus Pest gedacht, der nie über den ersten Satz hinauskommt. Ich habe an Walter in Musils Mann ohne Eigenschaften gedacht. An den unproduktiven Ästheten, der seine unsterblichen Werke über die Landschaft rollen sieht, aber nichts zu Wege bringt. Ich habe an Reisky in Goncharows Schlucht gedacht, der ewig seinen Roman schreiben will, ohne dass er ihn fertig kriegt. Man kennt diese Typen. Die Welt ist voll davon. Sie halten sich für fähig. Sie glauben sich berufen. Sie fühlen sich nur immer verhindert. Durch einen Beruf, durch eine Familie, durch eine Krankheit, was weiß ich wodurch. Sie finden Ausreden, sie finden Wesen, die sie beschuldigen können, die sie für ihr Versagen verantwortlich machen können. Sie sind ewig unbefriedigt, sie sind ewig verkannt. Aber ich will mir wenigstens nichts mehr vormachen. Nicht mehr länger will ich mir was vormachen. 30 Jahre ist ein Alter, in dem man anfangen muss, ehrlich zu werden vor sich selbst. Wenn man nicht ein Leben lang vor sich ausspucken soll. Sicher bin ich nicht normal, aber bin ich anormal? Was wissen wir denn von den anderen? Was wissen wir denn, wie viel sie mit sich herumtragen? Wie viel von Merkwürdigkeiten, von Abnormitäten, von uneingestandenen Idiotien, von Geheimniskrämereien, von Schwächen, von perversen Lastern? Ich habe in Berlin einen Mann kennengelernt. Ich hatte in einer Gesellschaft einen Vortrag gehalten und in der Diskussion war mir der Mann aufgefallen. Er war noch jung, er hatte Geist. Er sprach am klügsten von allen Anwesenden. Wir trafen uns anschließend und gingen ein Stück zusammen und ich staunte, wie beschlagen er war. Dann standen wir in der Papestraße und warteten auf die S-Bahn. Und da sagte er zu mir, aber ich bringe es zu nichts. Was wollen Sie? Ich bin ein Psychopath. Ich habe einen kleinen Knacks. Er lächelte mich dabei an, dass ich sofort davon überzeugt war, obwohl das alles absurd schien. Meine Mutter, sagte er, ist in der Irrenanstalt gestorben und meinen Vater habe ich nie gekannt. Ich frug, was arbeiten Sie? Er sagte, nichts, ich habe keinen Beruf, ich stemple. Ich sagte, aber können Sie davon leben? Er sagte, gut, ich habe immer Geld.
Ich leihe meinen Bekannten sogar manchmal noch Geld. Meinen Bekannten, die arbeiten, haben nie Geld. Ich komme aus. Man kann billig essen in Berlin. Ich kann für 70, 80 Pfennig essen. Ich liege meist im Bett, ich heize nicht, ich hole mir die Bücher aus der Universität und lege mich ins Bett. Ich stelle keine Ansprüche. Vielleicht würde ich mich um eine Stelle bewerben, aber ich kann es nicht. Sobald ich im Vorzimmer stehe, bricht mir der Schweiß aus. Dann stottere ich und mache einen völlig unmöglichen Eindruck. Und ich verüble es keinem, wenn er mich nicht nimmt. Ich würde mich selbst nicht nehmen. Aber das gibt es doch gar nicht, sagte ich. Sie waren doch vorhin auch unter Leuten und Sie sprachen doch ausgezeichnet. Er lächelte. Ich sah, dass er sich freute. Ja, sagte er, aber da ging es um nichts. Sobald es um was geht, bin ich unfähig. Ich werde nervös, unsicher. Ich versage vor jeder Aufgabe. Ich lerne jetzt Griechisch und Spanisch, denn das hatte ich in der Schule nicht. Und es macht mir viel Spaß. Ich weiß auch einiges. Ich habe ja viel Zeit. Ich liege im Bett und lese. Ich lese fast die ganze europäische Literatur im Original. Aber ich versage vor jeder Kleinigkeit. Ich bemühe mich auch gar nicht mehr. Warum soll ich arbeiten für andere? Warum soll ich Leute über mir haben? Warum soll ich Leute unter mir haben? Ein anständiger Mensch schämt sich, Vorgesetzter zu sein, zitierte er Arno Schmidt. Warum sollte ich mich ständig fürchten müssen, sagte er. Warum soll ich mich in Acht nehmen müssen? Ich bleibe für mich allein, ich lege mich zu Hause ins Bett, ich komme aus. Ich treibe nur, was mir Spaß macht. Ich habe mich noch 2 Stunden mit ihm unterhalten und am Ende war ich überzeugt, dass er recht hatte und wir anderen alle verrückt waren. Ich kenne einen anderen Mann, er studiert in Schwaben. Er ist Romanist und geht nun ins 19. Semester. Sein Lehrer hat ihn lange sehr geschätzt, er hat ihn begünstigt, er hat ihn ausgezeichnet. Er sollte sein Assistent werden. Aber seit 5 Jahren ist er schon mit seiner Dissertation beschäftigt und er hat noch keine Seite. Er hat noch keine einzige Seite in 5 Jahren geschrieben, er hat keinen Funken Energie. Er ist klug, er ist witzig. Er ist manchmal wahnsinnig witzig. Er weiß eine ganze Menge. Er liest viel, aber er schreibt nicht. Er will durchaus, aber er kann nicht. Er haust am Stadtrand in einem Gartenhaus, in einem Häuschen, das nur einen einzigen Raum hat. Und er geht selten zur Uni, denn er ist schüchtern. Außerdem, warum sollte er hingehen? Er kennt alle Vorlesungen. Er bleibt in seiner Bude, er bleibt manchmal tagelang im Bett. Von Zeit zu Zeit hängt er seine Bilder verkehrt an die Wand, weil sie ihm sonst langweilig werden. Von Zeit zu Zeit tapeziert er alle Wände mit nackten oder halbnackten Frauen und er hat einen originellen Klosettpapierhalter mit der Aufschrift Männer machen Geschichte. Und darunter hängen die ausgeschnittenen Zeitungsvisagen gewisser Politiker, mit denen er sich den Arsch abputzt. Er ist ein netter Junge und gescheit. Und wenn er getrunken hat, oft denkbar charmant. Aber er bringt es zu nichts. Nicht einmal zum Doktor, nicht einmal zum Staatsexamen. Er wird nie einen Beruf ausüben. Ein Vierteljahr war er Dolmetscher bei Franzosen, weil er das Studieren satt hatte. Aber das Dolmetschen hatte er auch bald satt. Und er zog wieder in sein Gartenhaus. Seine Eltern können zahlen. Was er machen würde, wenn seine Eltern nicht zahlen könnten, weiß ich nicht. Und sein Vetter, mit seinem Vetter war es gerade umgekehrt. Er war Germanist. Er hatte rasch seine Dissertation geschrieben, sein Lehrer war sehr angetan. Er sollte sich bei ihm habilitieren. Aber dann starb der Lehrer. Und die anderen fanden, die Dissertation sei völlig ungenügend. Und daraufhin hatte er das Studium aufgegeben. Er musste es wahrscheinlich aufgeben, denn er hatte geheiratet. Ein Geschöpf, hinter dem damals die halbe Universität her war. Und sie hatte ein Kind bekommen. Und seine Eltern waren sehr böse. Und er musste selbst Geld verdienen. Und er liest das Studium, liest die Dissertation und verkaufte Kaffee. Er verkauft Kaffee heute, er hat einen Wagen und reist in Kaffee. Und sie haben etwas Geld und eine hübsche Wohnung. Und sie sollen sehr snobistisch sein. Sie sollen sich über alles mokieren, am meisten über die Universität, über Kunst und Geist. Na eben, es geht alles. Man muss sich nur zu helfen wissen. Man darf nur nicht aufgeben. Man reist in Kaffee, wenn man seine Dissertation zurückbekommt. Und wenn man sich kein Denkmal bauen kann, reist man weiter in Vorträgen. Ich bin Reisender in Vorträgen. Es ist komisch, womit manche Menschen sich ihr Brot verdienen. Ich reise und spreche und am nächsten Tag reise ich und spreche. Und am dritten Tag reise ich und spreche. 5 Tage in der Woche reise ich von Ort zu Ort und an 5 Abenden spreche ich. Manche Vorträge habe ich schon oft gehalten, furchtbar oft gehalten. Und ich spreche sie wie eine Maschine. Ich denke über die Leute dabei nach, ich mache mir meine Gedanken über die Leute und spreche meine Vorträge wie ein Automat. Und am Schluss krapsche ich schnell das Manuskript zusammen und gehe hinaus. Ich bin froh, wenn ich draußen bin, wenn ich niemanden mehr sehen brauche. Mir hängt es schon zum Hals raus. Ich habe 100 Vorträge gehalten und es hängt mir zum Hals raus. Es wäre vielleicht besser, in Kaffee zu reisen. Ach ja, in Kaffee, in Kaffee. Aber so spreche ich über moderne Autoren und dabei habe ich bisher immer geglaubt, selbst ein moderner Autor zu werden. Es war ganz klar für mich, dass ich selbst ein moderner Autor werden würde. Und jetzt habe ich 2 Seiten in einem Monat geschrieben. Du lieber Himmel! Am Anfang habe ich wenig Honorar bekommen. Lächerlich wenig. Und ich habe nicht richtig gegessen, ich habe oft nicht richtig geschlafen, ich habe in unbeschreiblichen Zimmern gehaust. Und heute, wo ich etwas mehr Honorar bekomme und in besseren Zimmern schlafen kann, hängen mir auch die besseren Zimmer zum Hals heraus. Sie hängen mir unbeschreiblich zum Hals heraus. Und wenn ich
irgendwo ankomme, ziehe ich gleich das Kursbuch heraus und schaue, wann ich am nächsten Tag weiterfahren kann. Ja, ich mache so meine Erfahrungen unterwegs. Und am meisten bedient bin ich, wenn man mich vorher fragt, wenn mich ein Veranstalter vor dem Vortrag fragt, was kann ich über Sie sagen? Es ist bei uns eine kleine Einführung üblich. Wo sind Sie tätig? Kommen Sie vom Funk oder von einer Universität? Und dabei merke ich doch meistens gleich, dass man schon ganz genau weiß, dass ich nirgends tätig bin. Dass ich mir auf diese elende Art mein Brot verdiene. Und dass ich mich dann noch so blöd anflaumen lassen muss. Und ich sage dann lächelnd, es gibt nichts über mich zu sagen. Ich bin noch ein unbeschriebenes Blatt. Und wenn ich dann vors Publikum trete, klatscht natürlich niemand. Fast nie werde ich beklatscht. Und ich stehe resigniert und überheblich dort am Pult und denke, am Schluss klatscht ihr schon. Am Schluss werdet ihr schon klatschen. Als könntet ihr es mir nicht ansehen, dass ich einen guten Vortrag halte. Und dann lasse ich sie auch klatschen am Schluss und haue ab und zeige mich selten mehr. Und dann denke ich, die klatschen, als wäre das eine Leistung gewesen. Die haben keine Ahnung, was eine Leistung ist. Na, und das alles sah ich vorhin im Spiegel, in meinem Gesicht. Diese ganze unproduktive Vortragstätigkeit, diese elende mechanische Existenzform, mit der ich mein Leben friste und die es ruiniert. Und da gibt es Idioten, die mich darum beneiden, weil ich frei bin, weil ich weit herumkomme, weil ich viele Menschen kennenlerne. Dabei lege ich mich doch gleich ins Bett, wenn ich irgendwo ankomme. Ich kann hinkommen, wohin ich will. Ich lege mich ins Bett und warte bloß, dass es Abend ist. Und nun weiß ich nicht, wie lange ich noch sprechen muss. Wie lange ich mir noch den Mund fransig reden muss. Vielleicht so lange, bis ich mich dabei tot gemacht habe. Ich rutsche wie ein Paket über die Schienen. Ich fahre hierhin, ich fahre dorthin. Ich werde ewig fahren müssen. Ich werde ewig fahren müssen, solange ich es noch aushalte. Ich werde froh sein, wenn ich fahren kann. Wenn ich irgendwo meine Platte ablaufen lassen kann. Ich werde froh sein, wenn ich nicht wieder krank werde. Wenn ich krank bin, kann ich nicht sprechen. Und wenn ich nicht sprechen kann, habe ich kein Geld. Und wenn ich kein Geld habe, weiß ich nicht, was dann werden soll. Nein, dieses Gesicht, das ich vorhin im Spiegel sah, hat keine Hoffnung. Um diese Augen, in diesen Augen sitzt die Angst, die Verzweiflung, der Wahnsinn, der Tod. Ich bin alt, ich bin frühzeitig verbraucht, ich bin fertig. Ich bin 31 Jahre alt und ich sehe aus wie ein junger Greis. Vielleicht sollte ich alles aufgeben, ich meine diese Existenz. Vielleicht sollte ich kein Buch mehr lesen, vielleicht sollte ich keine neuen Menschen mehr kennenlernen. Nicht Menschen, wie ich sie bisher kennengelernt habe. Ich sollte mich vielleicht verkriechen mit meiner Familie und ein guter Vater und ein guter Mann sein. Nur ein guter Hausvater sein und Kohl bauen. Aber das ist Kohl. Es ist fantastisch. Es ist unmöglich. Selbst wenn ich es wollte, ich könnte es ja gar nicht. Ich bin erledigt und ich werde mich weiter erledigen. Wenn einmal die Hoffnung tot ist, ist bald alles tot. Nun ist die Dämmerung da. Blau steht der Schnee im Fenster und ich sehe die bläulichen Schneefelder. Und der Alpenveilchenstock steht vor dem Fenster wie ein kleines blau-rotes Feuer. Der Ofen surrt. Das goldgelbe Licht meiner Lampe ist abgeschirmt vor mir. Und so schaue ich in die Dämmerung, warte auf die Dämmerung, die ich liebe, die ich fürchte. Wie viele Dämmerungen habe ich schon erlebt, wie viele Tage sind spurlos verschwunden. Spurlos für immer, fast mein ganzes Leben ist spurlos verschwunden. Es ist nichts geblieben und die Erinnerung ist wie eine Grimasse, wie ein Spuk, wie ein Traum. Wie habe ich das Leben gelebt? Habe ich es nicht sinnlos gelebt? Habe ich es nicht unverantwortlich leichtsinnig gelebt? Habe ich es nicht vergeudet? Bin ich es wert, überhaupt noch einen Tag zu leben? So weiterzuleben? Was ist geblieben vom Leben? Ich weiß es nicht. Erinnerung an einen Krähenflug. An einen Geruch im Vorfrühling am Abend unter der Haustür. Der Geruch des Meeres in La Rochelle. Der Himmel über einem Buchenwald. Ich muss mich schon besinnen. Ich muss suchen. Es ist nicht viel geblieben. Es ist nichts mehr Wirklichkeit. Es ist dahin. Auch wenn ich es mittrage. Und gerade was ich mittrage, ist am meisten dahin. Nicht dahin ist, was ich nicht mehr weiß. Wenn man nichts mehr wüsste, wäre das Leben leicht. Man würde wie in einem Ballon dahin schweben. Man würde fliegen wie ein Falter. Man dürfte kein Wissen haben. Das Wissen ist eine böse Krankheit. Und je ausgeprägter es ist, umso schlimmer ist es. Der Gedanke macht die Größe des Menschen, sagt Pascal. Aber sein Glück macht er kaum. Nein, er macht sein Unglück. Ich wäre froh, wenn ich nicht wäre. Wenn ich nie geboren worden wäre. Alle Freuden des Lebens zusammengenommen sind nicht wert, eine einzige große Trauer aufzuwiegen. Nein, sie wiegen sie nicht auf. Was man auch dagegen sagen mag, sie wiegen sie nicht auf. Wer das sagt, kann nie einen großen, einen wirklich großen Schmerz gehabt haben. Der Schnee ist so blau, er ist schon fast wie ein Leichentuch. Er wickelt sich schon um die Füße der Apfelbäume. Wenn man bedenkt, dass man einmal sterben muss, wenn man sich tief hineinversetzt in diesen Gedanken, wenn man bedenkt, dass eines Tages, in einer Stunde, in einer ganz bestimmten Stunde, unter ganz bestimmten Umständen, das Weiterleben unmöglich sein wird, dass es zu Ende gehen wird, unaufhaltsam, durch keine Macht der Erde aufzuhalten, zu Ende gehen wird, zu Ende gehen muss. Wenn man sich vorstellt, wenn man sich vorzustellen sucht, wie man in diesem Augenblick über das Leben denkt, das man gelebt hat, muss da nicht alles nichtig werden? Alles uninteressant? Alles bedeutungslos?
los? Vielleicht bleibt dann nur noch die Angst um das, was man zurücklässt. Um ein paar Menschen, die man im Ungewissen zurücklässt. Die Angst wird uns überleben. Die Angst ist das Einzige, was uns überlebt. Und sie ist schon im Leben das Wirklichste, was uns begleitet. Die Angst wird man nicht aus der Welt schaffen können, solange es Menschen gibt. Wesen, die so organisiert sind wie wir, so unglücklich, so entsetzlich unglücklich. Der Mensch ist eine Organisation der Verzweiflung. Ich bin tief davon überzeugt. Auch wenn ich nicht versagt hätte, wäre ich tief davon überzeugt. Das Leben ist unendlich tragisch und alles, was wir tun, soll diese Tragik verdecken. Nun kommt die Nacht. Ich werde bald die Vorhänge zuziehen, ich werde alles ausschließen, ich werde allein sein in den vier Wänden. Ich sehe durchs Fenster, ich sehe über den weißen Vorhängen den blauen Himmel stehen. Es schneit nicht mehr. Ich sehe die schwarzen Äste der Blutbuche wie ein Netzwerk über das Fenster laufen. Ich sehe den dunklen Giebel eines Hauses, nur den Giebel und den Schlot, wie Samt. Die Nacht kommt auf mich zu, blau, feindlich, groß, riesengroß. Sie legt sich um mich wie ein Reifen, sie erdrückt mich, sie nimmt mir die Luft. Ich höre eine Glocke, die Kirchenglocke von Abzwind. Ich höre sie ganz schwach. Ich bin dort zur Kirche gegangen. Ich bin dort zur Beichte gegangen. Ich bin dort zur Kommunion gegangen. Ich war dort in den Rorate-Ämtern im Advent. Ich habe dort Osterlieder gesungen. Ich war dort Ministrant. Es ist alles vorbei. Es gibt keine Kirche mehr für mich. Ich glaube es nicht und ich will es nicht. In welchen Augenblicken meines Lebens war ich glücklich? Hat es Augenblicke gegeben, in denen ich glücklich war? Natürlich hat es die gegeben. Eine Menge solcher Augenblicke hat es gegeben, aber es waren nicht meine glücklichsten Augenblicke. Meine glücklichsten Augenblicke waren nicht meine glücklichsten Augenblicke, sondern die Augenblicke, in denen ich zufrieden war. Tief zufrieden und sonst nichts. Und diese Augenblicke waren selten. So selten, dass ich nicht weiß, ob es 10 solcher Augenblicke gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ich vor meinem 18. oder 20. Jahr jemals so zufrieden war. Bewusst zufrieden. Denn solche Augenblicke setzen eine tiefe Bewusstheit voraus und solche Augenblicke sind nicht lang. Sie dauern nur Sekunden. Es sind jene Augenblicke, aber es ist fast nicht zu sagen. Ja, es ist sogar gewiss nicht zu sagen. Es sind jene Augenblicke, in denen man ohne Gedanken in sich ruht, in denen man die Welt anschaut, als wäre man ohne Körper. Es wäre man nur ein paar Augen, in die die Welt hineingeht und sonst nichts. Ich weiß, ich habe nur ein paar solcher Augenblicke gehabt, aber mit Sicherheit erinnere ich mich auch nur an 2. An 2 solcher Augenblicke und wohl nur deshalb, weil ich sie damals aufschrieb. Den einen für mich, den anderen für Rolf. Was ist das Ewige? Habe ich einmal geschrieben. Du sitzt an deinem Schreibtisch über dem Werk eines großen Dichters. Auf einmal hebst du den Kopf und spürst es. Ein milder Himmel blüht mit weichen, weißen Wolken in dein Fenster. Er bauscht sich auf und steht ganz regungslos. Und darunter pflügt ein Bauer am Hügelzug. Sein weißes Hemd und seine gelben Kühe ziehen auf und ab am Horizont. Sein gleichmütiges Hott kommt gedämpft herunter und wenn er wendet, blitzt jedes Mal die blinkende Pflugschar in der Sonne. Und hinter ihm geht eine Frau im roten Kleid und der grüne Hügel fällt herunter zum Bach. Und die Stare steigen aus der Silberpappel und die Hühner gackern müde. Das ganze Haus ist ruhig, es kommt kein Ton aus ihm. Das war der eine Augenblick. Und der zweite im gleichen Zimmer, vom gleichen Stuhl aus, nur später. Aber die Zeit spielt keine Rolle dabei. Es steht etwas davon in dem Brief an Rolf. Lieber Rolf, habe ich geschrieben, ich bin allein zu Hause, eine ungewöhnliche Stille. Das Fenster steht weit auf, die Kuppel der Silberpappel steht schimmernd darin und ich höre den Wind rauschen. Ich höre Frösche, nahe und ferne Hähne, halb verwehte Menschenstimmen, die einschläfernde, müde machende Musik der Fliegen im Zimmer. Barbara ist eben mit meiner Mutter durch die Wiesen zur Weinstube gewandelt. Sie tut das fast jeden Sonntag. Sie hat das Bedürfnis, sich einmal schön zu machen, sich zu zeigen. Und wenn es nur vor den sonntäglich gekleideten Bauern geschieht oder vor den paar Stadtfritzen, die der Zufall da angeschwemmt hat. Ich hocke zu Hause, wie üblich unrasiert und in meiner alten, oft geflickten grünen Hose, die ich vor kurzem wegwerfen wollte. In Anbetracht der kommenden Hunderechnung nun aber bis zum Herbst noch tragen will. Es geht alles. Wenn es eine Ewigkeit gibt, dann hängt sie jetzt im Fensterrahmen. Voll Fliederduft und Schwalbengezwitscher. Und drüben läuft ein junges Paar in die Felder und roben die gelben Wölkchen direkt unter dem Fensterkreuz. Ist es nicht merkwürdig, dass es Augenblicke im Leben gibt, in denen man zufrieden ist? Ich meine nicht gut gelaunt oder besoffen vor Glück oder angespannt vor Erwartung bis zum Bersten. Ich meine jene seltenen Augenblicke, in denen jede Körperzelle durchdrungen ist von dem Bewusstsein, es kann dir nichts passieren. Du kannst dabei einem Vogel nachblicken, der in den Himmel fliegt, oder in den Wind sehen, der in einem Baum hängt. Es ist verdammt selten, dieses Gefühl. Und es gibt Schöneres. Aber nichts ist so beruhigend.
Es ist die Ahnung des Todes ohne die Empfindung der Furcht. Gestern habe ich Droll von München abgeholt. Er ist beinahe wieder hergestellt. Jetzt liegt er unter meinem Stuhl. Wir sind noch einmal davon gekommen. Ja, wir sind noch einmal davon gekommen. Und kurze Zeit später ist Heidel gestorben. Heidel, den ich vernachlässigt habe, als Droll krank wurde. Heidel starb. Er starb rasch. Er starb in 2 Tagen. Ich weiß nicht woran. Ich glaube manchmal, er ist vergiftet worden. Aber ich weiß es nicht. Ich habe Heidel verloren. Und Heidel war der erste große Verlust meines Lebens. Vielleicht meinen Idioten, das könne kein großer Verlust gewesen sein. Ein Hund, ein Dackel. Aber es war doch so. Ich sollte vielleicht nicht darüber reden, aber ich habe auch das in meinem Gesicht gesehen. Den Tod von Heidel und wie wir ihn begraben haben. Jetzt bin ich ja noch jeden Abend bei ihm, jeden Abend, den ich zu Hause verbringe, auch wenn es nur Sekunden sind. Zuerst fiel mir auf, dass er manchmal im Laufen stehen blieb und er mitten im Gehen steif stand. Dann merkte ich, dass er nichts mehr fraß. Dann fing er an, sich zu verkriechen. Ich habe ihn ein paar Mal gesucht und zuletzt fand ich ihn in der Scheune, ganz oben unter dem Dach. Und nachher lag er in meinem Zimmer und der Arzt kam. Und natürlich wusste der Arzt nichts, obwohl es kein schlechter Arzt war. Und er versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Aber am anderen Morgen gegen 4 Uhr wachte ich auf, weil Heidel röchelte. Und ich ging zu ihm und ich sprach mit ihm. Dann legte ich mich wieder ins Bett, weil ich müde war. Dann wachte ich wieder auf und es war 6 Uhr und der Hund röchelte noch immer. Er schnaufte laut und ich legte mich zu ihm. Ich legte mich 2 Stunden zu ihm auf den Boden. Und dann starb er. Das Aug, das eine Aug, das mir zugewandt war, leuchtete plötzlich auf. Und ich dachte wahrhaftig, jetzt wird er wieder gesund. Und ich glaube, ich sagte es noch zu ihm. Und dann war er tot. Er streckte sich, in seiner ganzen Länge streckte er sich. Und er gab noch einen Laut von sich. Einen Laut, den ich nicht vergessen werde. Einen Laut, wie wenn ein Ast bricht. Und dann war es still. Am Mittag habe ich ihn in den Keller getragen, weil es Sommer war. Es war der 26. Juni 1953. Und am Abend haben wir ihn begraben. Sie hatten das Grab geschaufelt, am Weiher unter der Silberpappe. Und am Abend kam ich vom Wald. Ich hatte ein paar Fichtenzweige geholt, ein paar Fichtenzweige von Krebsrangen, wo ich einmal einen Fuchs und eine Sau vor ihm geschossen hatte und wo ich oft mit ihm gewesen bin. Und meine Frau hatte das ganze Grab mit weißen Rosen ausgelegt und dann holte ich ihn aus dem Keller und trug ihn auf den Armen ins Grab. Durch den Ziergarten trug ich ihn und dann am Weiher entlang. Und es war schon so dämmerig, dass mich niemand sehen konnte. Und ich legte ihn in die Erde, in die dunkle, in die schwärzliche. Auf die weißen Rosen legte ich ihn. Das Loch war tief, aber ein bisschen zu klein. Und er lag leicht zusammengekrümmt und mit dem Kopf sah er zum Haus. Und dann warf ich meine Mütze, meine grüne Jagdmütze auf ihn und dachte, damit er wenigstens etwas von mir hat, damit er nicht ganz allein liegt. Dann schmiss ich die Erde hinein und deckte ihn zu und schaufelte zu. Und es gab einen kleinen Hügel und am nächsten Morgen war ein kleiner Hügel Erde im Gras, ein kleiner nasser Hügel, denn es regnete. Und ich sah den Hügel von meinem Fenster aus und ich konnte es nicht glauben. Das ist die Geschichte von Heidel, das Ende von Heidel. Es ist für jeden banal, es ist uninteressant, aber ich habe damals etwas verloren, ich habe ein Stück meines Lebens verloren. Ich habe ein Wesen verloren, das mir ganz ergeben war, ein Wesen, das ich für mich hätte zerreißen lassen, das ich für mich hätte in Stücke reißen lassen, doch wen interessiert das? Ich habe mir damals vorgenommen, ihm ein Denkmal zu setzen. Ich habe gedacht, wenn ich könnte, würde ich dir ein Denkmal setzen, so groß wie die Pyramiden. Aber ich habe nur eine Geschichte von 3 Seiten über Heidel geschrieben. Und ich glaube, die Geschichte ist schlecht. Ja, sie ist gewiss schlecht, aber mich ergreift sie jedes Mal, wenn ich sie lese. Aber sonst würde sie wohl niemand ergreifen. Niemand, außer vielleicht noch meiner Frau, aber schon da bin ich nicht mehr sicher. Ich bin ein Stümper, ich kann aus meinen Gefühlen nichts machen. Ich habe Heidel kein Denkmal gesetzt. Ich habe 3 Seiten über ihn geschrieben, die schlecht sind. Aber ich glaube, ich bin gut zu ihm gewesen. Ich bin sehr gut zu ihm gewesen. Ich habe mich um 3 Hunde verdient gemacht, also habe ich vielleicht doch nicht ganz umsonst gelebt. Das ist mein voller Ernst, denn sonst habe ich mich um niemand und um nichts verdient gemacht. Ich habe bloß ruiniert, ich habe zerstört und vielleicht bin ich nur deshalb zu den Hunden gekommen, weil ich bei den Menschen versagt habe. Aber wer weiß, ob der Odem des Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehes unterwärts unter die Erde.